So, und wir sind live auf YouTube. Noch guckt keiner zu, deswegen warten wir noch ein paar Minuten. Aber von mir schon mal herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Auch wenn ihr noch gar nicht da seid. Okay. Bei mir ist heute Anja Schäfer, die uns interessante Infos mitgebracht hat zu der anstehenden UFO-Konferenz. Und dann gibt es noch eine weitere Konferenz, über die sie uns was erzählen wird. Wann sie stattfinden wird, wer dabei sein wird. Ein paar interessante Leute dabei. Freunde, das ist wirklich sehr interessant. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten, bis wir hier richtig loslegen. Und Elli ist immer noch am Basteln. Ja, Ellie ist noch am Basteln, genau. Elli ist auch Irgendwann dabei. kommt sie dahinter. Elli bastelt sich noch ihr Profilbild zusammen. Wir gucken mal, ob sie das hinbekommt innerhalb dieses Streams. Wir hoffen es. Aber ich denke, Ja, sie wird es irgendwann, schaffen. auf jeden Fall. Vielleicht ist ja auch, Octavian wird nicht zugucken jetzt. Octavian hat das letzte Mal gewusst, wie das ging, das Bild da einzupflegen. Aber du wirst es hinkriegen, Elli. Ja, Irgendwann, ja. später wird uns vielleicht auch noch Auf die. jeden Fall erstmal einen schönen guten Abend an alle und ein frohes neues Jahr gewünscht. Von Genau. meiner Seite auch. Das sowieso. Wie gesagt, später wird uns vielleicht noch Dieter Röskens beglücken. Und ich gucke gerade, Leute, ein bisschen verwirrt, aber ich teile gerade noch ein bisschen diesen Stream hier. Ja, ich auch. Und auf dem YouTube-Video, Leute, ihr seht gar nicht Ellis Fenster, glaube ich, oder? Also Elli, Nee, deine es ist nicht Selbstansicht ist, da. glaube ich, ausgeblendet. Du musst mal gucken, du hast in deinem Fenster. Da steht doch dieser Stummschaltenknopf und rechts daneben hast du so eine Optionsleiste, so die drei Punkte. Und dann guck mal, ob du irgendwie die Selbstansicht einschalten kannst. So. Das wird es wahrscheinlich sein, das Problem. Weil die Leute hier auf YouTube sehe ich gerade, die sehen dich überhaupt nicht. Mensch. Aktuell 7 Zuschauer, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wie gesagt, bei mir ist Anja Schäfer, die uns von der UFO-Konferenz erzählen wird und vielleicht noch über viele andere interessante Dinge. Wir gucken mal. Okay, Anja, paar Leute sind schon da. Vielleicht, ja, viele kennen dich schon. Du warst schon mal bei uns im Podcast. Du hast mit Barbara schon ein Video aufgenommen, einen Podcast aufgenommen. Aber vielleicht stellst du dich selbst noch mal vor, erzählst, wer du bist, was du so tust. Und dann gucken wir mal, wo uns der Abend hinführt. Ja, also erstmal vielen Dank, Daniel, für deine spontane Einladung. Bin sehr gerne wieder bei dir, bei euch. Richtig, letztes Jahr. Wirklich letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, war ich mit Barbara in einem ausführlichen Gespräch bei dir. Ich gebe Bücher raus, ein paar von denen stehen hinter mir und organisiere jetzt auch auf einmal Konferenzen für Sommer 2024. Das sind meine Hauptaktivitäten. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, Venus Spirit. Meine Webseite heißt venusspirit.com. Und wie der Name sagt, bin ich eine Vertreterin, Vermittlerin und Botschafterin für venusische Spiritualität. Das ist ein Titel, ja, aber das schließt eigentlich alles ein, was irgendwie mit guten Gedanken zu tun hat, mit positiver Energie und mit einer positiven Zukunftsausrichtung. Sehr interessant. Eine Botschafterin für venusianische, wie hast du es genannt? Venusische Spiritualität. Venusische Spiritualität. Klingt wild für mich, aber du weißt das. Ich weiß. Das klingt wild. Es Aber klingt wild. es gibt natürlich auch viele Leute, die das Thema interessiert. Und ja, mich interessiert es ja auch, ist nicht so, dass es mich nicht interessiert. Ich kann nur nicht wirklich viel damit anfangen, mit der ganzen Thematik. Wir hatten letztens ein sehr interessantes Gespräch für den englischen Kanal. Ja, Anja und ich. Und das war trotzdem sehr spannend. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich werde das unter diesem Video auch mal verlinken. Ich werde hier von diesem Livestream, Leute, falls der morgen nicht mehr verfügbar ist, ich weiß es gar nicht, aber der wird schon im Live-Sektor, werdet ihr dann noch angucken können. Aber ich werde aus diesem Livestream dann vielleicht auch ein kurzes Video zusammenschneiden, schon alleine wegen den Infos zu den UFO-Konferenzen. Super, danke Daniel. Genau, Also das ich wird. freue mich natürlich auch, wenn jemand irgendwie jetzt zuschaut, weil es ist ja klar, es ist ja ziemlich einseitig visuell, ne, und auch audiomäßig. Ich kann euch nicht sehen, ich kann euch nicht hören, aber der Chat ist offen. Also wenn irgendjemand irgendeine Frage hat zu der Thematik, die ich jetzt schon angekündigt habe und angedeutet habe, bitte, bitte
seid ganz frei und fragt gerne, weil das inspiriert auch immer zum Sprechen, ne? Es gibt immer einen guten Impuls. Da hat man das Gefühl, man redet nicht nur so in den leeren Raum, sondern es ist auch wirklich irgendwo jemand, der sich interessiert. Und Leute, schreibt doch gerne mal in den Chat. Ah, da ist doch Elli. Schreibt doch gerne mal in Hallo. den Chat, wie euer 2024 angefangen hat, Leute. Bei mir eigentlich alles wie immer. Was ich aus 2023 mitnehme, ist eigentlich dasselbe wie in jedem Jahr. Ich habe mir vorgenommen, noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu machen. Ich habe viele Projekte, die noch anstehen. Ich habe noch ein weiteres Podcast-Projekt, das ich anfangen werde. Ich werde den englischen Podcast-Kanal weiter ausbauen. Den werde ich versuchen, ein bisschen zu pushen, zu vergrößern, das Konzept ein bisschen ändern, das Aussehen, ja, die Optik ein bisschen anpassen. Es wird interessante Gäste geben auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal. Und wer gut Englisch versteht und für den das was ist, guckt gerne mal rein. Auch den werde ich mal verlinken hier in der Videobeschreibung. Ja, über das neue Projekt will ich jetzt noch gar nicht so viel erzählen, Leute. Aber ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen, wenn es dann soweit ist. Dann werde ich natürlich auch posten bei Facebook und Telegram. Und wer mich bei WhatsApp hat, wird es da bekommen und so weiter und so fort. Ja, was gibt es noch Neues? 2023, zum Ende des Jahres, haben Sebastian und Mirko einen extra Kanal eröffnet, den Kanal Kontroversum. Kontroversum heißt der Kanal. Einfach mal eingeben oben in der Suchleiste bei YouTube Kontroversum. Da findet ihr den Kanal. Auch den werde ich verlinken, Leute. Da sind dann eigentlich dann so die Themen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, aber die auch ganz spannend sind. Und ja. Bisschen speziellere Themen, sag ich mal, die dann vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger diskutiert werden. Interessante Gäste. Guckt euch den auf jeden Fall auch mal an, den Kanal Kontroversum mit Mirko und Sebastian. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ein bisschen Liebe. Okay, Dieter ist auch im Chat. Dieter, du bekommst auch gleich den Link. Der Dieter will nämlich auch hier mit reinspringen in die Konferenz hier. Und wie schon gesagt, Leute, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn ihr irgendetwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, schreibt es uns in den Chat und wir gucken, was sich machen lässt. Okay, Anja, dann lass uns mal über die erste Konferenz reden. Welche nehmen wir uns da zuerst vor? Welche ist denn eigentlich zuerst dran? Es sind ja zwei. Einmal diese UFO-Konferenz, die auch denselben Namen trägt, UFO-Konferenz, und dann gibt es diese von der Venus mit Liebe-Konferenz. Das klingt ja merkwürdig, nicht? Von der Venus mit Liebe. Ja, das sind tatsächlich zwei und die sind auch ganz bewusst so geschaltet, dass die UFO-Konferenz zuerst ist und die von der Venus mit Liebe-Konferenz dann eben danach, 2 Wochen danach. Es ist ja auch so, dass also viele im deutschsprachigen Raum, ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, es ändert einfach nichts an den Tatsachen, dass sie ein lebendiger Mensch ist mit dem Namen Omnek Onek und dass sie einfach jetzt ihr 30-jähriges Jubiläum auf dem deutschen Markt hat. Ja, das ist wirklich auch etwas, was jetzt nächste Woche bei mir auch anfängt, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich habe ja auch die Bücher von ihr neu rausgebracht. Und jetzt, genau vor 30 Jahren, ist wirklich das erste Mal ihre Autobiografie erschienen mit dem Titel Ich kam von der Venus. Was man davon hält oder nicht, ist wirklich jedem persönlich überlassen. Das ist kein Grund, kein Diskussionsgrund sozusagen, wobei wir können über alles sprechen, aber es ist einfach eine Tatsache, es ist ein reales Buch, es ist ein realer Mensch und das hat 30-jähriges Jubiläum. Und sie kommt eben nächstes Jahr wieder nach Deutschland, das erste Mal nach 8 Jahren und außerdem noch viele andere tolle Leute, wie du ja weißt, die alle auf diesen Postern drauf sind, die eben daran teilhaben. Und deswegen gibt es zwei Events, zwei Konferenzen, weil Omnek und Dr. Raymond Keller eben für 4 Wochen nach Deutschland kommen. So ist das eben geplant. Und beide sind ja nun keine jungen Hüpfer mehr. Beide sind gehbehindert. Also sie sind wirklich ein tolles Team, ja. Wenn du die parallel siehst, die sehen aus wie zwei Yodas, ein männlicher und ein weiblicher Yoda, beide mit Stock. Und beide sehr langsam und sie sind auch innerlich sehr, sehr zurückgelehnt, sehr tiefenentspannt und sehr ruhig, tragen eine ganz, ganz tolle
ruhige, wundervolle, schöne Energie mit sich sozusagen. Und ich kenne beide sehr gut, ja. Und gerade wegen Omnek auch, um auch ihr den Freiraum zu geben, habe ich von Anfang an gesagt, dann kommt lieber für ein paar Wochen, damit wir genug Zeit haben, dass ihr zwischendurch Luft holen könnt. Es wird genug los sein, auch mit privaten Treffen noch und so. Und deshalb ist es so geplant sozusagen, dass diese zwei Konferenzen mit einem Abstand von 2 Wochen im Sommer hier im Süden stattfinden. Richtig, ja. Wo genau war das? Ich habe es nicht Die verstanden. UFO-Konferenz, also die trägt ja den super amerikanischen Namen, wenn du so willst. Ja, das war Rays Idee, sie die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz zu nennen. Das kannst du so auf dem Flyer nicht so richtig gut sehen. Du kannst das halt besser sehen, wenn du ihn wirklich genau vor der Nase hast. Da kannst du es. Ich habe es natürlich extra so designt, dass wirklich UFO und Konferenz großartig herausstechen, weil die ultimative und die Enthüllungs, das sind eben diese kleinen Zusätze, die das Ganze noch ein bisschen speziell machen. Und das kann man auch alles diskutieren. Das kann ich auch alles erklären, wenn du so willst, was damit gemeint ist und so. Aber der Schlagbegriff ist wirklich UFO-Konferenz. Ja, es geht um Kontakt, es geht um außerirdische Kontakte, um Technologie, es geht um Enthüllungen, es geht um Politik, es geht um Hintergrundrecherchen. Und dafür sind diese Sprecher eben alle da. Die haben alle dazu was zu sagen. Und wie man sieht, sind ja auch namhafte Leute dabei. Natürlich Frank Jacob, der auch hier auf dem Kanal schon das ein oder andere Mal zu hören und zu sehen war. Ein mega cooler Typ. Ich mag ihn wirklich sehr. Wir alle mögen ihn wirklich sehr. Sehr netter Kerl mit sehr interessanten Dingen, von denen er berichtet. Rainer Feißler war auch hier auf dem Kanal zu sehen mit seiner Geschichte. Auch sehr spannend. Nepomuk Meyer, den hatten wir auch schon hier zu Gast. Nepomuk, auch ein interessanter Kerl. Peter Denk ist mir natürlich ein Begriff, der Name ist mir ein Begriff. Klingelt jetzt aber nicht so wirklich bei mir, wenn ich drüber nachdenke, für was er jetzt bekannt ist. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er ist bekannt auch für Konferenzen. Also es war gerade erst vor wenigen Monaten ein Kongress bei ihm. Der hat da die Räumlichkeiten. Ich war persönlich nicht da, aber da waren 900 Personen. Also der hat wirklich einen sehr großen Kreis auch. Ist ein sehr guter Sprecher, ein guter Präsentator. Wie sagt man dazu? Jemand, der gut präsentieren kann, gut sprechen kann. Er recherchiert auch viel und gibt diesen Denkbrief raus. Er hat einen Telegram-Kanal und ist auch in Kontakt mit vielen Sehern, Hellsehern, soweit ich weiß. Also er ist jemand, der sozusagen von allen möglichen Ecken und Enden recherchiert und forscht, das dann wiederum zusammenstellt und mit den Menschen teilt. Sehr interessant. Na gut, Raymond Keller ist natürlich eine Person, mit der ich sehr gerne mal sprechen würde, denn Raymond Keller befasst sich natürlich auch mit dem spirituellen Aspekt der ganzen Geschichte. Aber, wie du mir erzählt hast, ist er natürlich auch bekannt dafür, dass er sich sehr für die ganze Enthüllung, Ja. Verschwörungs- und ja, Aufdeckungsgeschichten interessiert, was das UFO-Thema angeht. Da ist er. Ja, und das auch schon seit 50 Jahren. Ich meine, weißt du, der Gute, wir haben ja jetzt, also bei der von der Venus mit Liebe-Konferenz, da wird er 70, also am 4. Juli 2024, da feiert er seinen 70. Geburtstag und er hatte seine erste UFO-Sicherung als ganz junger Kerl. Da war er, ich glaube, knapp 20 ungefähr. Das ist auch noch ein altes Foto von einem Zeitungsartikel, wo er völlig super begeistert von seiner ersten UFO-Erfahrung berichtet hat. Das ist damals in einem amerikanischen Heft erschienen. Das ist abgedruckt auch in unserem Buch, Aufsteigende Venus. Das ist von Ray. Das habe ich übersetzt und letztes Jahr rausgegeben. Also ich habe dir mal das Inhaltsverzeichnis geschickt. Daniel, hast du sicher keine Zeit gehabt, dir anzuschauen. Also selbst nur allein das Inhaltsverzeichnis, da wird einem schwindelig, was da alles drin ist. Keine Hast du Zeit, gesehen? Anführungszeichen, keine Zeit. Ja, nein, alles gut. Ist es denn bei Raymond Keller, du sagst, dieses Buch zum Beispiel, nehmen wir das Buch jetzt her, ist es denn bei Raymond Keller, da er sich auch mit diesen Dingen beschäftigt, die mir so gut gefallen, wie den Nuts and Bolts, wie man so schön sagt, ist das Buch denn sehr spirituell oder ist es eher, behandelt es auch diese Themen?
Auch diese Themen, das ist es eben. Es behandelt wirklich alles. Das ist auch ehrlich gesagt ein Grund, warum ich diesen Untertitel gewählt habe. Weißt du, ich habe das Englische, habe ich jetzt nicht hier bei mir zu stehen, das steht vorne. Das englische Buch heißt Venus Rising, A Concise History of the Second Planet. Und er hat diese Venus Rising Serie geschrieben. Das sind inzwischen im Moment 7 Bücher über die Venus. Und die heißen, und das erste Buch heißt eben A Concise History. Und ich habe, als ich das ins Deutsche übertragen habe, immer wieder mich am Kopf gekratzt und habe mich gefragt, Mensch, das versteht im Deutschen. Also ich verstehe es nicht wirklich, was damit gemeint ist, weil eine kurze, knappe Geschichte, was concise auf Deutsch genau genommen bedeutet, es ist wirklich alles andere als das, weil es ist so ein fettes Kompendium. Und da in diesem speziellen Buch, in diesem ersten Buch, was auch das dickste und das größte von der ganzen Reihe ist, sind praktisch fast, ich würde sagen, alle Themen abgedeckt. Es ist Nuts and Bolts, wie du sagst, also sowohl das rein astronomische, astrologisch, nicht astrologisch, sondern astronomisches, physikalisches Wissen ist ganz viel drin, wissenschaftliches, aber auch politisches, also auch das, was letztes Jahrhundert, im letzten Jahrhundert alles in der Regierung passiert ist, mit Eisenhower, die Begegnungen mit Valiant Thor im Pentagon. Also ganz viel aufklärerische Hintergrundgeschichten. Es enthält aber auch viel Spirituelles schon auch aber eben das, was bekannt ist, aus der Theosophie kommt auch im europäischen Raum. Also so Helena Blavatsky, die hat eben auch über die Venus geschrieben. Oder es gibt auch Opern, wo Tannhäuser und so weiter. Also es gibt Comicfiguren, die mit irgendwelchen Supergirl und so zu tun haben. Also Ray deckt echt alles ab, auch den Comicbereich. Also alles, was irgendwie dazu beigetragen hat, die außerirdischen Thematik der Öffentlichkeit schmackhafter zu machen. Und da gibt es so viele Facetten, ja, von so vielen Ecken und Enden kannst du das Ganze angehen, dass ich den deutschen Titel dann eben umgetauft habe, den Untertitel, und ich habe es dann eben facettenreiche Verbindungen und Freundschaften mit unserem Schwesterplaneten genannt. Ist ein dicker Titel, gibt für mich allerdings ein bisschen mehr Eindruck in die umfangreiche Thematik, die in diesem Buch abgedruckt und abgebildet ist, ja. Ich bin ja immer der, der den anderen so ein bisschen in die Schuhe kackt, sozusagen. Ich bin ja, mich schreckt der Titel so ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin. Jetzt, wo du mir gesagt hast, was drinsteht, finde ich es natürlich ziemlich cool. Welcher, der Obertitel oder der Untertitel oder beide Titel? Der gesamte Komplett Komplett. anti. Das schreckt mich ein bisschen ab. Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass es nicht so mein Ding ist mit dieser spirituellen Geschichte und so. Gehört natürlich dazu. Ich bin ja nicht komplett unspirituell. Also die Venus ist ja nun mal ganz real ein Planet. Sind wir so Ja, weit ja. uns einig? Also, dass die Venus existiert als Himmelskörper sozusagen. Selbst das könnten wir ja in Frage stellen, weil wir haben sie ja nicht besucht, schätze ich mal, weder du noch ich, ne? Aber es geht tatsächlich auch real um den Planeten Venus, auch astronomisch, was die Venus, in welcher Verbindung die Venus auch astronomisch mit der Erde steht, von der Entfernung her, von der Umkreiserei und so weiter. Also es sind auch diese Facetten sozusagen, die werden da schon auch besprochen. Es ist Und halt. es sind 900 Fußnoten drin, Daniel. Es ist also wirklich kein Märchen. Es ist kein Märchenbuch, sondern es ist recherchiert, dokumentiert und mit über 900 Fußnoten versehen. Also die Übersetzungsarbeit alleine war eine Doktorarbeit. Sehr interessant. Elli, was sagst du denn zu dem Thema? Ja. Bist du da irgendwie drin in irgendeiner Art und Weise? Ja, gut, jetzt speziell auf dieses Buch jetzt natürlich nicht, aber was mich mal interessieren würde, gibt es Informationen, ob die Venus auch schon mal von Remote-Viewern besucht worden ist? Wurde sie sicherlich, bin ich nicht drüber informiert. Aha, okay. Beim Mars wissen wir es ja quasi, ne? Ja. Weil ich interessiere mich halt so mehr für den kompletten Kosmos und die Einwirkungen der ganzen Planeten untereinander, ne? Und auch auf die Erde und so weiter. Und vom Mars weiß ich es halt, dass da schon mal Leute geguckt haben, was da so los war. Deswegen, Ja, gute Frage. ne, wenn die Venus halt auch, sage ich mal, ich habe jetzt den Namen vergessen von demjenigen, der da in politischen Dings da mal gewesen ist, dann wäre es eigentlich doch naheliegend, dass da auch mal irgendwelche Leute geguckt haben, ne? Ja, das Thema Remote Viewing ist sehr interessant. Ist das für dich auch ein Thema, Remote Viewing? Anja.
Nicht primär, nee. Nein. Also es ist nichts, mit dem du dich jetzt befasst oder irgendwie Remote Viewer beauftragt hast, mal irgendwo nach irgendwas zu gucken. Das wäre vielleicht ganz interessant, gerade bei dem Thema, ja, finde ich auch Ja, ganz meine spannend. Kontakte oder meine Informationen sind ja eher sozusagen erste Hand. Also Ja, ich persönlich, habe ne? ja total persönlich und total individuell. Also ich habe gar keinen persönlichen Bedarf sozusagen, da anders noch ranzugehen, weil das, was ich erfahre und das, was ich weiß und was ich erlebe, ist ja hautnah. Ja, gut, das verstehe ich. Im Chat, es sind noch Melanie Schmidt angekommen. Hallo Melanie und David Winkler ist auch da. Servus David. Lichtwesen ist hier und Burli95. Und Burli95 schreibt, die Venus ist mit der fünften und sechsten Dimension gut zu erreichen. Na dann, los geht's. Da, was meint ihr denn damit, Anja? Hilf mir mal. Naja, ich nehme mal an, das bezieht sich auf die astrale Ebene unter anderem, also auf die feinstofflichen Ebenen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, Daniel, dass Omnecks Buch von dieser Ebene erzählt. Und Dr. Raymond Keller berichtet eben auch von anderen Ebenen, auch von der physischen Ebene. Also soweit ich es inzwischen eben weiß, ich dachte auch 30 Jahre lang, es geht nur um die astrale Ebene, also nur fünfte, sechste Dimension und höher sozusagen. Es gibt natürlich noch viel höhere Frequenzstufen, in denen Leben gibt es eigentlich überall. Es gibt physisches Leben wesentlich mehr, als wir uns vorstellen können, und feinstoffliches Leben natürlich unvorstellbar ausgedehnt überall. Ja, das ist ja, also für mich jedenfalls ganz, ganz klar, dass es einfach nicht alles sinnlich und physisch erfassbar ist, weil wir müssen ja sozusagen hier im Physischen gewissermaßen runtertransformiert sein und begrenzt sein. Und natürlich sind wir auch manipuliert, aber das ist wieder ein anderes Kapitel, um hier einfach auch im Physischen existieren und funktionieren zu können. Hätten wir komplett die ganze Zeit das gesamte Wissen einfach, würde die ganze Zeit die Lampe voll an sein, dann wären die meisten von uns in der Dichte völlig überfordert. Wir müssen uns dem langsam, langsam wieder annähern, ja. Und aber in Wahrheit sind alle Dimensionen auch hier vorhanden und jederzeit erreichbar. Es geht alles übers Innere. Es wäre dann sozusagen wie so eine Art Autismus, ne, die man dann hätte. Diese Menschen sind ja auch vielfach überfordert mit den ganzen Genau. Eindrücken, die sie bekommen. Ja. Und so würde uns das dann eventuell auch gehen, wenn wir alles Ja. sehen, hören und empfinden könnten, was Genau, wir überhaupt müssen so uns los da ist. wirklich, weißt du, das ist wie beim Dimmen irgendwie so peu à peu, finde ich. Also so erlebe ich es auch persönlich einfach auf meiner eigenen Reise des Lebens. Ja, das ist wirklich graduell. Und so, glaube ich, geht auch diese ganze Schwingungserhöhung der Erde vonstatten, wofür ja auch die Konferenzen unter anderem einfach auch organisiert werden, um das Ganze zu unterstützen. Ja, es ist ein gradueller Prozess. Das ist nicht so ein Jump oder so. Das wäre ansonsten eine Überforderung für den menschlichen Organismus. Das Nervenkostüm muss ja damit mitgehen. Richtig. Ja, für mich ist das ganze Thema noch so ein bisschen Überforderung. Wir haben ja letztens im englischen Podcast drüber gesprochen. Es hat viel Aber ich Spaß finde das gemacht. so super von dir, Daniel, dass du trotzdem uns einen Raum gibst, dass du mir einen Raum gibst, zu sprechen und dabei zu sein. Und das ist so sympathisch. Ist völlig okay, wenn du sagst, es überfordert dich und du magst den Titel nicht. Habe ich überhaupt nichts mit deiner Mütze. Finde ich total. Ich finde es gut, dass wir sprechen und dass Menschen uns zuhören. Das finde ich klasse. Ist ja auch alles, wenn ich sage, ich komme damit nicht so klar auf diese Themen und so, das ist ja alles nicht böse gemeint. Jeder hat seine Wahrnehmung, sage ich mal, um sich rum. Meine ist da halt einfach anders. Deswegen interessiert es mich ja trotzdem. Es interessiert mich halt dann meistens eher oberflächlich. Mich interessiert bei jemandem wie dir zum Beispiel, wir sind es ja eher oberflächlich angegangen im englischen Podcast, und mich interessiert dann halt, was du tust und vor allem, warum du es tust. Mich interessiert da die Geschichte, die dahinter steckt, die interessiert mich sehr. Ich möchte mal wissen, warum Leute sowas tun und sich damit beschäftigen und vor allem da auch sich dran festbeißen an diesen Themen und die über viele Jahrzehnte im Zweifel oder bis an den Rest ihres Lebens, von jungen Jahren an, Omnek zum Beispiel, sich daran festkrallen und. Denk nicht, dass ich es nicht versucht habe, loszuwerden. Ich habe mindestens zweimal in meiner eigenen Lebensgeschichte versucht, es komplett aus meinem Leben rauszuschmeißen, weil es mich überfordert hat und weil ich es nicht integrieren konnte in meinen normalen physischen Alltag. Ich habe schon mal alle Kisten zusammengepackt und alles irgendwie versucht loszuwerden. Die Webseite wollte ich loswerden. Ich wollte es schon mal alles loswerden. Es kam immer über die Hintertür dann nach ein paar Jahren wieder zu mir zurück. Und damit, irgendwann habe ich es dann umarmt und habe gesagt, okay, du gehörst zu mir, Thema.
Ja, Thema Venus, Thema Liebe, Thema dieses ganze Wissen sozusagen ist mittlerweile habe ich es jetzt einfach sozusagen, weißt du, wie soll ich sagen, angenommen. Es war nicht immer so. Also innerlich war es schon immer so, aber dieser Aspekt des damit überfordert Seins, mit dieser Funktion, mit dieser Rolle auch, die da geistig irgendwie auch von mir, ja, von mir, von meiner, von erwartet wird, wenn du fast so willst, ja, da habe ich wirklich 25, 30 Jahre gebraucht, um da drinnen anzukommen. Und ganz angekommen bin ich immer noch nicht. Ich bin immer noch auf dem Weg. Bist du erst 25? Also ich denke auch, jeder Mensch hat vielleicht irgendwo eine Aufgabe mitbekommen, von der er, die er erstmal akzeptieren muss, ne? So in der Richtung. Und Ja. wenn man das einmal getan hat, dann kann man sagen, okay, in dem und dem Moment ist das und das Thema jetzt für mich etwas überdosiert. Ich bitte um etwas weniger auf Genau. mich angepasste Dosierung, ne? Also so bin ich vorgegangen. Das klappt Ich eigentlich auch auch. ganz gut. Man muss sich auch Ich ab und auch. zu mal rausnehmen aus dem Ganzen, mal bewusst irgendwas anderes machen. Ja. Aber wie gesagt, die Dosierung macht es auch viel aus. Ne? Absolut. Aber Und ich sehe bei es mir wirklich war es so. dann auch als Entschuldigung. Aufgabe. Ich sehe es wirklich auch als Aufgabe. Jeder, der eine guckt hier mal, der andere guckt da mal, was los ist. Es gibt ja so viele Themen im Prinzip. Irgendwo läuft auch alles zusammen. Ja, Ne? letztlich ist es das, was dein Herz immer wieder zum Schlagen und zum Glühen bringt, weißt du, da wo eine Inspiration rüberspringt. So wie Daniel, ich meine, du bist auch angefeuert, du hast voll Bock auf Podcast, du kannst gar nicht genug Podcast machen und genug Gespräche führen, ne? Irgendetwas ist ja da drin, was einen treibt. Und es ist doch schön, wenn man Freude hat in dem und wenn man etwas gefunden hat, wo man drin aufgeht, wo man auch sagt, ey, selbst wenn morgen ein Bus kommt, der über mich rüberrollt, ich hab alles getan, um in meinem Leben glücklich zu sein. Und ich habe für mich die richtigen Sachen entschieden und die richtigen Sachen gemacht. Darum geht es doch im Leben, dass ich mein Leben erfülle mit dem, wo ich gut bin, wo meine Talente liegen und wo ich auch drin Freude empfinde, wo ich auch drin aufblühe. Das ist doch wundervoll, wenn man das gefunden hat, ja. Ja, natürlich, jeder hat seine Beweggründe, warum er Dinge macht. Ich mache halt sehr viel, weil ich halt nicht stillhalten kann, weil ich halt ungern mit mir in meinen Gedanken alleine bin, zum Beispiel, und das manchmal auch gar nicht aushalten kann, wenn ich nichts mache, wenn ich nichts zu tun habe. Wir haben hier auf dem Kanal mittlerweile über 530 Videos, glaube ich, produziert, und auf dem englischen Kanal sind es, glaube ich, 120 knapp. Mit dem JWR-Podcast sind es auch schon knapp 50. Also das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre haben wir ganz schön gewütet, was das angeht. Was Und ja. ich gehe darin natürlich völlig auf. Ich kriege auch manchmal zu hören, dass Leute zu mir sagen, warum kannst du das Thema nicht so annehmen und das nicht so annehmen? Weil ich das manchmal auch gar nicht möchte. Ich möchte es hören, es interessiert mich. Dein Thema zum Beispiel. Aber ich bin breit aufgestellt, mich interessiert eben sehr vieles und ich habe überhaupt nicht die Lust, in erster Linie gar nicht die Lust, mich an einem Thema irgendwie festzubeißen, mich da ganz tief reinzuarbeiten und darin aufzugehen. Ich möchte alles wissen. Ich möchte einfach viele Bigfoot-Geschichten hören. Ich möchte die Geschichte über den Dogman hören, über den Mothman, die ganzen Kryptiden. Ich möchte, keine Ahnung, naja, diese Starseed-Geschichte, die ist nicht mehr so mein Ding. Diese Starseed-Geschichten habe ich mir früher viele angehört. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Aber auch das hat mich sehr interessiert, mal eine ganze Weile. Und ja, UFO-Thema ist, würde ich sagen, mal so meine Nummer eins immer noch, das UFO-Thema. Als zweites kommen dann die Kryptiden, Bigfoot-Geschichten. Das ist gerade auch sehr aktuell auf dem englischen Kanal. Aber ja, ich bin halt mal hier, mal da. Ich bin heute hier, morgen da, übermorgen wieder ein ganz anderes Thema. Das ist so mein Ding, ne? Und das brauche ich, brauche diese Abwechslung. Deswegen werde ich irgendwie nie in einem Thema zu Hause sein so und sagen, da bleibe ich jetzt. Ich glaube, dann würde ich auch keinen Podcast mehr machen. Wenn ich jetzt ein Thema hätte, in dem ich wirklich, dem ich mein, wie du zum Beispiel, du hast dein Leben, könnte man sagen, in Anführungszeichen, vielleicht dieser ganzen Sache gewidmet. Und dem Schreiben und dem, ja, und auch dem Philosophieren über diese ganze Thematik. Und wenn ich das tun würde, sagen wir mit dem UFO-Thema, würde ich ja nur noch über das eine Thema dann berichten und dann wird es vielleicht auch langweilig. Irgendwann vielleicht für mich sogar und für die Zuhörer und Zuschauer. Deswegen finde ich das schon ganz gut, so wie es bei mir läuft. Aber ja, jeder macht das eben ein bisschen anders, ne? Im Chat ist übrigens noch Alex dazugekommen. Alex, grüß dich. Und er schreibt, er oder sie, sorry, Alex, er, sie, weiß ich nicht. Wie stellt ihr euch Dimensionen vor? Sind es
Zusätzliche Raum- und Zeitachsen. Inwiefern hat das mit Feinstofflichkeit zu tun? Was denkt ihr? Dir deine Meinung, Anja, Elli. Dimensionen. Ja, Dimensionen würde ich, also visualisieren würde ich sie für mich persönlich, aber nur als, ja, wie mehrere Ebenen, so übereinander geschichtete Ebenen. Ja, in der dritten leben wir, ja, mit einer gewissen Zeit, die wir bekommen haben, also eine Uhr, die wir bekommen haben, damit wir uns besser orientieren können. Und alles, was darüber ist und darunter ist, sehen und hören wir nicht direkt. Und das, ich stelle mir das halt so als verschiedene Schichten so vor. Wobei, vielleicht sollte man auch mal in die zweite und erste gucken. Und die erste ist ja nur ein Punkt im Prinzip. Aber selbst die haben wir ja noch nicht wirklich richtig verstanden. Aber ja, so würde ich das für mich persönlich halt visualisieren, so von unten nach oben weg. Ja. Denkst du über solche Dinge nach, Anja? Oder ist das für dich schon passé? Was heißt, nee, schon passé nicht, aber ich weiß, dass Dimensionen, also allein das Denken ist doch begrenzt. Also eine Vorstellung ist doch begrenzt. Und die Dimensionen, also so wie ich den Begriff alleine schon definiere, der geht ja ins Unbegrenzte. Also der geht ja schon über das Denken hinaus. Wenn ich es erklären müsste, dann würde ich sagen, es sind Dichtestufen, Bewusstseinsstufen, Frequenzstufen. Aber im Grunde genommen kann ich es gar nicht wirklich erklären, weil mein Verstand das nicht wirklich versteht. Ich glaube, dass es so viele Bereiche des Erforschens gibt, die es sich einfach lohnt, wirklich zu erforschen. Aber auch über Bewusstseinsforschung bedeutet wirklich auch übers rein analytische und philosophische hinauszugehen. Das bedeutet wirklich, den Geist und das Denken zu transzendieren. Omnic spricht viel über Dimensionen. Also natürlich im Buch und in der ganzen venusischen Spiritualität geht es dauernd und überall in dieser ganzen spirituellen Welt geht es um Dimensionen. Dritte Dimension, ja. Vierte Dimension, fünfte Dimension, gerade jetzt brandaktuell. Damit sind aus meiner Sicht ganz klar Bewusstseinsschichten gemeint, Bewusstseinswechsel. Das heißt, je dichter, desto weiter weg sozusagen von der Quelle der Schöpfung bin ich. Und je näher ich an der Quelle der Schöpfung bin, desto feinstofflicher wird es und desto lichter wird es und feiner wird es. Ja, Schwingungen, also würde ich Schwingung, auch sagen, genau. Schwingungsebene, ne? Ja. Wir können vielleicht eine ganz kleine Erklärung nur. Wenn ich einen Metallstab habe und der ist in Ruhe, kann ich ihn sehen. So, mache ich einmal, ne? Oder stoße den einmal an, fängt er an zu schwingen und in dem Moment kann ich ihn schon nicht mehr so gut sehen. So, und je höher dieser Metallstab schwingt, irgendwann verschwindet er wahrscheinlich auch vor meinen Augen. Ne, also dieses Schwingung materialisieren, das hängt für mich also auch alles miteinander irgendwie zusammen. Das ist ja auch im Grunde genommen die Erklärung für die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit von Raumschiffen. Wenn die ihre Schwingung so weit erhöhen, dass sie für die physischen Augen nicht sichtbar sind, naja, dann sind sie einfach in einer anderen Dimension. Sie sind dann in einer anderen Frequenzebene. Sie können sich auch mit Wolken und so weiter, können sie sich auch verhüllen. Sie haben eine Technologie, die für das dreidimensionale Denken einfach Science Fiction ist. Aber es gibt diese Phänomene und die sind in Wirklichkeit keine Phänomene, sondern ich glaube, das ist alles höhere Physik. Das ist alles in Wirklichkeit Wissenschaft. Und es lohnt sich, sich dem zu öffnen. Doch echte hohe Wissenschaft kann auch nur mit spirituellem Wachstum einhergehen. Das hat Omnic immer gelehrt. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass es missbraucht wird. Und Wissenschaft, schlaue Wissenschaft wie Atomkraft oder so, ohne Weisheit und Liebe, kann einen ganzen Planeten in Schutt und Asche setzen. Nicht nur die. Nicht nur die. Da gibt es auch noch ganz andere Techniken. Aber was Naja, die wollte ich noch Atomkraft sagen? mit ein paar Bomben reicht es auf jeden Fall, um die Ja, Erde zu doch. zerschmettern. Auf jeden Fall. Wo du gerade sagtest, sehen. Ne? Etwas, was wir nicht sehen. Ich habe mich also gerade noch mal in den letzten beiden Tagen viel mit dem menschlichen Auge befasst. Viele Leute sagen ja auch, sie sehen etwas, wenn sie gewisse Substanzen, wenn ich es jetzt mal zu sich nehme. Dann haben sie irgendwelche Erscheinungen und
Tatsächlich scheint es etwas mit dem sogenannten Rhodopsin zu tun zu haben. Und da öffnen sich teilweise, also da geht es, bei diesem Stoff geht es auch um Nachtsichtfähigkeiten. Und da sieht man einfach mehr wie im normalen Zustand. Die Rhodopsinbildung im Auge findet durch Vitamin A statt. Und möglicherweise kann es ja sein, wenn der eine oder andere vielleicht etwas mehr davon zu sich nimmt, dass er dann auch andere Dinge sieht, ne, die uns umgeben, wie zum Beispiel Feen oder irgendwelche auch Kryptide, ne, die wir sonst normalerweise gar nicht sehen. Vielleicht hängt es auch tatsächlich physisch ein wenig mit unseren Augen selbst zusammen, dass man da eventuell auch was machen kann. Das ist ja interessant. Habe ich nicht gehört. Ja. Im Chat Ich schreibt bin Ur noch ganz, ich bin drauf gestoßen, und zwar befasse ich mich ja viel mit diesen 411-Fällen. Und da gibt es ja tatsächlich einige, die Mit was? mit diesen 411-Fällen, diese Verschwindefälle, Missing 411, ja. Missing 411-Fällen von Menschen, die einfach verschwinden, von jetzt auf gleich. Sagt dir nichts? Sehe ich an deinem Gesichtsausdruck gerade? Noch nie Okay. gehört. Noch nie Total gehört, spannend. okay, ja. Und da gibt es einige Fälle, da wird berichtet, dass die beim Blaubeerpflücken verschwunden sind. Und jetzt habe ich mit einer, also meistens auch Kinder, mit einer Freundin zusammen mal überlegt, und wir kamen tatsächlich auf, was hat das mit diesen Blaubeeren auf sich? Die haben tatsächlich einen sehr hohen Vitamin A-Anteil und sind dementsprechend dem Augenlicht, dem Lichtsehen förderlich. Ja, aber das ist noch am Anfang der Recherche, also da bleibt es auch noch spannend. Das ist eine wilde Theorie, aber interessant. Ja. Ja, Bin gespannt. du Ich kennst wollte. mich ja. Ja, ich kenne dich. Ich finde das geil. Ich finde deine Theorien immer geil. Ich gehe nicht mit dir da mit, aber ich finde das geil. Also die Gedankengänge, die du hast, manchmal, die sind phänomenal. Im Ja. Chat schreibt Burli vorhin schon, googelt mal nach Burkhard Heim, da wird es gut erklärt. Das Ganze mit den Dimensionen, das ist natürlich richtig, Burkhard Heim. Vielleicht auch mal den Kanal ein bisschen Werbung zu machen für Hannes. Sechs Dimensionen in Farbe. Das ist ein wunderbarer Kanal. Wer ihn noch nicht kennt, Hannes war auch schon hier bei uns im Podcast. Ich habe schon ein paar Mal, wenn ich mich nicht täusche. Zuletzt, als wir den Nachruf für Illobrand von Ludwiger aufgenommen haben, da war er dabei. Und ja, Hannes kann das natürlich extrem gut erklären. Der macht das auch auf Deutsch und auf Englisch. Er hat, glaube ich, zwei Kanäle, einen deutschen und einen englischen Kanal. Und da wird das Ganze gut erklärt. Sechs Dimensionen in Farbe, Leute. Anja, wie war der Name deines Kanals nochmal? Den einfach mal random einwerfen hier. Venus Spirit. Venus-Spirit. Also mein YouTube-Kanal heißt so und auch meine Webseite Venus Spirit. Venus Spirit. Ja, Dieter ist im Chat. Dieter, falls du Bock hast, ne, Link hast du, weißt Bescheid. Hüpf einfach mit rein. So, ich werde hier nochmal das Bild einblenden von der UFO-Konferenz. Nur damit es nicht in Vergessenheit gerät, um was es hier eigentlich geht. Die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz. Spektakulärer Titel, spektakuläre Gäste. Wer ist denn Tonya Maddenford? Maidenford, Tonya Maidenford. Maidenford, die ist die Filmpartnerin von Frank. Die haben zusammen ganz großartige Filme gemacht. Ich glaube, der bekannteste ist Solar Revolution zusammen mit Dieter Bröers, Dieter Bröers auch wo sehr es um die interessant. Sonne geht und die Sonnenaktivitäten. Und das ist auch eine ganz klasse Kombination von Wissenschaft mit Spiritualität. Also die bringen das auch aus meiner Sicht sehr wissenschaftlich und sehr gut zusammen. Auch der Dieter Bröers, das hört man ja auch immer in den Gesprächen zwischen ihm und Frank, dass die immer alle Facetten irgendwie mit einbringen. Der Dieter ist ja nun mal Wissenschaftler, Physiker, Biophysiker, und die haben diesen Film unter anderem haben sie zusammen gemacht. Dann haben die einen Film gemacht, der heißt Packing for Mars. Da geht es um Mars und um eine Mars-Expedition oder die Pläne, den Mars zu kolonialisieren, soweit ich mich erinnere, aber eben natürlich nicht für die massenhafte Bevölkerung, sondern wenn überhaupt für die Elite, soweit ich es weiß, aber ich will nichts Falsches sagen. Ich habe den Film auch nur einmal gesehen und der ist auch voller Informationen und voller Interviews und so.
Und die haben auch noch ein paar andere Videos zusammen gemacht. Also die sind sehr effizient zusammen. Packing for Mars habe ich übrigens auch gesehen. Der Schlusssatz da ist interessant. Wir waren schon längst da. Solche Sachen merke ich mir dann immer. Ich bin immer sehr gespannt, was noch vom Mars kommt. Ich beobachte, gut, viele Leute sind kein Fan von NASA. Das ja, kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Ich beobachte das Ganze immer mit Spannung, was der Rover uns da für Bilder sendet. Raymond sagt, NASA is never a straight answer. Das stimmt natürlich. Man bekommt nie eine genaue Antwort oder es selten mal eine genaue Antwort von NASA oder auf die Fragen zumindest, auf die wir Ist antworten. doch klar, das ist ja alles Cover-up. Also, ich meine, ich bin wirklich keine Expertin, was diese ganzen Themen betrifft, aber ich erkenne es eben oder ich habe darüber viel gehört von innen und von Omnic natürlich, ja, weil sie ist ja da einfach auch eine, die einfach hautnahe Erlebnisse gehabt hat mit MIB und mit allen möglichen komischen, gruseligen Figuren, ja, die auch versucht haben, sie aus dem Verkehr zu ziehen und so weiter. Also da sind einfach diese ganzen Informationen, die waren mir schon immer irgendwo im Feld und dass da einfach ganz viel Vertuschung passiert und Cover-up und deswegen ja auch der Begriff Disclosure. Also Disclosure ist ja in aller Munde als Enthüllung oder als Offenbarung der offenen Fakten, ja, und das zählt ja mit dazu. Also diese ganzen nicht die Informationen der Öffentlichkeit, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und da Ray hat letztens in dem einen Interview zusammen mit dem Rob hat er gesagt, we can wait forever and a day for that to happen. Also wir können für immer und einen Tag lang darauf wahrscheinlich warten, bis diese politische oder regierungsmäßige Offenlegung wirklich vollständig passiert und dass sie wirklich alle Fragen ganz klar beantworten. Und darum ist es so wichtig und das ist einfach der im Grunde genommen auch das Herz der UFO-Konferenz, ist wirklich die persönliche Offenlegung. Also sowohl die recherchierten Fakten mit den Menschen zu teilen, als auch wirklich persönliche Erfahrungen immer mehr nach außen zu bringen. Und das sind ja, dein Kanal ist dafür, der trifft den Puls der Zeit, Daniel, ja, weil du ja mit Menschen sprichst und Menschen einlädst, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und das ist so wichtig, dass immer mehr Leute rauskommen, dass sie wirklich auspacken, was sie alles für außerirdische, für übersinnliche, für phänomenale Erfahrungen mit irgendwelchen, auch mit Kreaturen und so weiter gemacht haben. Und das ist eigentlich letztlich das, was wirklich eine Veränderung unserer Gesellschaften bringen wird. Das ist nicht so sehr, dass die Regierung, auf die brauchen wir nicht zu warten, sondern dass wir Menschen miteinander und in unserem Feld machen und nach außen bringen. Das ist wichtig. Ich finde es ja auch erstaunlich, wenn zum Beispiel ein, ich sag mal, Leute, die sich mit der Ufologie und der Reiserei im Weltraum befassen, die werden inzwischen mitgekriegt haben, auch laut Herrn Illobrand von Ludwiger, dass es nicht möglich ist, mit hohen Geschwindigkeiten durchs Weltall zu reisen, weil das kleinste Staubkorn würde ein Raumschiff wahrscheinlich zerstören. So. Aber wir kriegen, wie jetzt letztens erst wieder vor die Nase gesetzt, dass ein Elon Musk versucht, mit einer Riesenrakete mit Treibstoff oder Brennstoffen irgendwo hinzuschicken. Ja, das ist doch eigentlich der völlig falsche Ansatz, durchs Weltraum, im Weltraum herumzureisen. Ja, wenn wir genau wissen, es geht eigentlich auf geistiger Basis, werden UFOs oder irgendetwas gesteuert und nicht, wie ein Informant auch von der Linda Moulton Howe auch schon sagte, sie reisen nicht im Weltall, sondern durch das Weltall. Nun ist Elon Musk jetzt vielleicht kein ausgezeichneter Wissenschaftler, aber er arbeitet halt wissenschaftlich. Ja, aber da wird viel Geld reingesteckt, ne, in diese ganzen Raketen Ja, natürlich da. wird da viel Geld reingesteckt und wird viel Geld gemacht. Das ist natürlich, da wird auf einer ganz anderen Basis eben, da hat keiner den Ansatz, irgendwie spirituell durchs All zu reisen, das ist ja völlig klar, ne? Ja, ich denke, es ist genau wie, ich hatte es die Tage erst im englischen Projekt, hatten wir es über das Thema Zeitreise, das haben wir da angesprochen, mit dem AG Nost heißt der. Ein cooler Typ, AG Nost. Wer Englisch beherrscht, vielleicht mal auf dem englischen Kanal reingucken, AG Nost und auf seinen Kanal mal suchen. Broadcast Team Alpha, glaube ich, heißt der. Macht auch so, ja, Richtung Podcast. AG, cooler Typ,
coole Sau, würde ich sagen sogar. Und wir hatten das Thema Zeitreise angesprochen. Und ich bin beim Thema Zeitreise, ich denke auch, dass es irgendwann mal möglich sein wird, egal in welche Richtung zu reisen. Ich weiß, das ist auch waghalsig, die Annahme. Aber ich finde das eben spannend. Ich denke, wenn es möglich sein wird, dann wird es auch nicht mit Hilfe einer Maschine möglich sein, sondern einfach durch uns selber, durch unseren Körper, Geist, Bewusstsein, nenn es wie du willst. Dadurch wird es vielleicht mal irgendwann möglich sein, dass der Mensch mal irgendwann dazu in der Lage ist, ja, durch die Zeit zu reisen. Und es wird vielleicht auch so stattfinden, dass du dich physisch gar nicht wegbewegst von dem Ort, an dem du bist. Es ist wie so ein Traum, wie so eine Art Traum, den du halt einfach ganz anders oder be viel bewusster erlebst, ne? Wenn du träumst, kannst du ja auch eine Zeitreise machen. Man träumt ja manchmal auch von Dingen, die schon lange her sind, ne? Von schönen Sachen, die einem passiert sind oder schlimmen, wer weiß. Und das ist ja auch so eine Art Zeitreise. Ein Traum ist auch, kann auch eine Art Zeitreise sein, natürlich, ne? Aber du kannst natürlich, ja, du kannst natürlich schon von der Zukunft träumen. Aber das ist dann die Zukunft, wie du sie dir vorstellst, vermutlich in deinem Traum. Aber ich denke, dass es auch mal möglich sein wird, wirklich in die Zukunft zu gucken, wie es dann wirklich sein wird. Die Zukunft steht ja nicht fest, Daniel. Also da, du könntest zu dem Thema, wenn du dran denkst oder wenn du es dir merken willst, auf jeden Fall auch mit Ray drüber sprechen. Denn ich erinnere mich gerade daran, als er letztes Jahr auf der, da war er ja schon mal hier, da haben wir ja zusammen Vorträge gehalten, unter dem Namen von der Venus mit Liebe Tour. Das war damals eine kleine Tour, die Ray und ich gemacht haben. Und die Vorträge sind übrigens alle auf meinem YouTube-Kanal, wer sich dafür interessiert. Ich habe da übersetzt. Er hat die Vorträge gehalten mit Präsentationen und ich habe es übersetzt. Und er hat zum Beispiel in Salzburg, hat er im Rahmen des Vortrages auch erwähnt, dass die Venusier 8 Zeitlinien betrachten können, inklusive der, auf der sie selbst sind. Ich kann dir das nicht erklären. Ich weiß nur, dass Ray darüber eine ganze Menge weiß, über Zeit und über die Meisterung der Zeit und über die Zeitlinien und die Betrachtung der Zeitlinien auch, ja. Und vor diesem Aspekt, wenn man das einfach wirklich aus einer höheren Dimension oder einem erweiterten Bewusstseinszustand betrachtet und sich vorstellt, dass es möglich ist, diese Möglichkeiten anzuschauen, ja, die Varianten anzuschauen. Das ist ja, darüber hat ja Frank auch ein Webinar gemacht, sogar dieses Tale of Two Timelines, ja, die Geschichte der zwei Zeitlinien, die sind nicht, die Zukunft ist nicht festgelegt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz brisantes Thema jetzt im letzten Jahr, in den letzten Jahren gewesen. Und es wird auch immer wichtiger sein, wirklich die Meisterung der eigenen Zukunft, ja. Denn letztlich erschafft jeder sich ja auch seine Zukunft. Und das hat wiederum etwas mit der eigenen Schöpferkraft zu tun. Ich muss nicht an eine Zukunft glauben, nur weil andere sie mir erzählen. Ich kann mich für eine völlig andere Zukunft entscheiden. Ich kann mich für meine Zukunft entscheiden. Ich muss nicht die übernehmen, die vielleicht an irgendwelche Weltuntergangsszenarien glauben oder seit Tausenden von Jahren irgendwelche apokalyptischen Vorstellungen versuchen, in die Menschen einzuprogrammieren, nur damit sie ihre Aufmerksamkeit bekommen. Das ist nämlich Energievampirismus. Wenn ich aber meine eigene Zukunft erschaffe aus meiner inneren Schöpferkraft heraus, dann bin ich Schöpfer und dann bin ich völlig frei und dann erschaffe ich mir das, was ich will und gehe mit meinen Menschen zusammen in die Zukunft, so wie ich sie mir vorstelle. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Aspekt, was du gerade sagtest. Die gedankliche Welt, die man sich selbst erschafft, ne? Und auf der einen Seite wälzen wir jetzt ja gerade Nostradamus-Bücher und was weiß ich nicht hin und her. Im Prinzip sind es aber Gedanken, die uns eingepflanzt werden. Hier Genau. Katastrophe, da Katastrophe. Genau. So, der Prophet selbst hat da überhaupt nichts mehr von. Der lebt nicht mehr. Und ich glaube, dass ihm auch keiner auf die Schulter klopfen würde und sagen: Hey, hast du gut gemacht, indem du die Menschen damals mal schon seit damals schön in Angst versetzt hast. Denn das ist das Einzige, was das bewirkt. Genau, aber Er das ist sagt, Agenda, das ist tausende ne? Jahre alte Agenda, die Menschen in der Kontrolle hält und je mehr die Menschen dessen sich bewusst werden und sich befreien und davon auch lösen aus diesen ganzen Negativprogrammierungen, die ja auch übers Fernsehen und über bestimmte Frequenzen einfach pausenlos übertragen werden, desto freier werden sie und dann werden sie auch nicht mehr kontrollierbar, manipulierbar und da kannst du kommen mit Gott weiß was, ja, nächste Woche fällt die Erde tot um und du sagst, okay, kannst dich drüber totlachen, weißt du? Sagst, ich gehe tanzen auf meine Party. Mach, was du willst mit deiner Weltuntergangs.
Genau. Lieber, lieber die grüne Wiese besuchen, ne? Das hat aber nichts mit Ignoranz auch nicht zu tun, Nein, sondern genau. mit bewusstem Denken an etwas Positives, an etwas Schönes, ne? Das ist Und dann das was ist anderes, wie ich. wissenschaftlich erwiesen, dass da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht deine Energie hin. Und was du mit deiner Genau. Energie unterstützt und nährst, das wächst. Das kannst du Richtig. wissenschaftlich mit einer kleinen, mit zwei Tomatenpflanzen zu Hause ausprobieren, indem du die eine den ganzen Tag voll meckerst und sagst, ich finde dich so scheiße und du bist so hässlich und ich hasse dich und ich finde dich so doof und du bist die blödeste Pflanze der Welt. Und die andere, die liebst du ohne Ende und tüdelst sie und sagst, oh, du bist mein größter Schatz und so weiter. Und dann wirst du sehen, welche wächst und welche eingeht. Ist ja mit Wasser genauso, ne? Genau. Das ist ja unser Lebenselixier. Da kann man mit Wasser auch machen. Das stimmt. Das kann man mit Wasser auch machen. Ich finde das ganz spannend, auf jeden Fall, was du vorhin auch erzählt hast mit Raymond Keller und den Zeitlinien und dem ganzen Zeitreisethema. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir werden vielleicht mal hier ein Gespräch möglich machen mit Raymond Keller. Das wird dann Er natürlich. hat mir schon gesagt, ich soll dir seine E-Mail schicken. Er ist ganz, ganz interessiert daran. Und ich wäre sehr daran interessiert, also wenn es mit dir auch, wenn es zusammenpasst, dass wir vielleicht sogar so ein Deutsch-Englisch-Gespräch machen, damit auch das deutsche Publikum ihn wirklich mal hören kann. Denn er ist wirklich ein Kompendium und der ist so schön auch zuzuhören, ja. Und ich habe ein paar Sachen mit ihm ja auf meinem YouTube-Kanal, aber vieles ist einfach leider nur auf Englisch, ja. Und deswegen wäre es echt toll, wenn wir das zweisprachig machen könnten. Aber das liegt an dir. Du kannst es natürlich auch mit ihm alleine auf Englisch machen, Daniel. Ja, das ist mir, beides ist mir recht, wirklich. Du kannst. Beides. Machen wir beides. Genau. Würde ich es mit ihm alleine machen, würde ich es auch übersetzen. Ich würde dann so ein Voice-Over machen, wie ich es dann halt auch hier immer dann veröffentliche, mit deutscher Übersetzung. Krass, der schüttelt sich so eine Sachen echt aus dem Ärmel, weißt du, und ich sitze ja zum Teil wochenlang danach daran und kratze mir den Kopf und überlege, wie mache ich das jetzt mit dem Video, wie mache ich denn das und so, und dann, oh, ich brauche dich mal als Nachhilfelehrer, Das Daniel. ist auch nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttelt, das ist auch schon. Also dieses Übersetzen immer ins Deutsche, das ist schon echt eine eklige Arbeit immer. Und vor allem muss ich ja zwei Leute sprechen, dann auf Englisch. Da muss so ein bisschen dann anders klingen beim einen als, ne, und das funktioniert auch nicht immer. Und dann dauert es immer ewig lang, bis du das alles dann zusammengeschnitten hast. Und Ja. ja, ist nicht immer schön. Da dauert so ein Video mit einer halben Stunde mal gut, ja, kann schon mal 2, 3 Stunden dauern, bis du eine halbe Stunde übersetzt hast, ne? Genau. Oder länger, je nachdem, was es halt, ne? Arbeit halt drinsteckt. Das ist immer so eine Sache. Deswegen mache ich es eigentlich nicht so gerne. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ja, sprechen wir noch mal über Raymond Keller und über Onek vielleicht, aber in einem anderen Kontext. Es geht ja viel um die Venus. Es geht um die, wie sag ich, um die Dimension. Wie sagt man es denn? Auf Englisch haben wir gesagt, diese Lebewesen von der Venus. Sie leben da in diesem, wie sagt man auf Deutsch, diese Realms. Wie sagt man auf Deutsch, diese Dimensionen oder so, kann man Dimensionen sagen? Ebenen, Dimensionen. Ebenen, in den Ebenen. Und ja, was sagen denn Raymond Keller und auch Oneg Oneg vielleicht über andere außerirdische Lebensformen, Zivilisationen? Was haben die da für Informationen darüber? Wen gibt es da noch und was gibt es da noch? Oh mein Gott, also das kannst du mit Ray auch direkt besprechen. Das ist extrem, extrem vielschichtig. Also ich kann nur aus meiner eigenen Schulung sagen, ja, ich bin ja sozusagen von beiden geschult. Und selbst das Wissen, was Omnek transportiert, ist schon überdimensional und multidimensional und riesig, sodass ich fast 30 Jahre gebraucht habe, um es so weit zu integrieren, dass ich da drin irgendwo angekommen bin, ja. Und dann kam Ray in mein Leben und dann ist ein neues Kompendium aufgegangen an Wissen. Also auch an, was diese Frage betrifft. Von Omnek habe ich im Grunde genommen immer nur in Anführungszeichen gehört, dass die Bevölkerung auf der Erde kolonialisiert wurde vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, und zwar primär aus dem hiesigen Sonnensystem von den älteren Planeten Venus, Mars, Saturn und Jupiter, deren Bewohner wiederum allerdings auch aus anderen Galaxien in dieses Sonnensystem einst gekommen sind, um dieses Sonnensystem überhaupt zu kolonialisieren. Also das ist schon mal erstmal so ein Chunk, ja, zum Verdauen. Natürlich hat sie immer gesagt, Leben gibt es im ganzen Universum und in allen
in allen Galaxien und überall und in allen Dimensionen, aber auch damit sie es sozusagen hier überhaupt solchen kleinen Geistern wie mir oder denen, die ihr zuhören wollten, vermitteln konnte, musste das Ganze natürlich irgendwo so ein bisschen runtertransformiert werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, das so halbwegs zu erfassen. Und Ray geht ja noch eine Stufe weiter. Der spricht ja noch von viel, viel mehr bewohnten Planeten, auch in diesem Sonnensystem, in anderen Dimensionen. Also frag ihn selbst. Sie sagen alle im Grunde genommen, man könnte es fast so sagen, wir sind hier echt wie fast in einer Quarantäne der Ignoranz oder der Unterdrückung an Wissen und an Kontakten, was natürlich mehrere Schichten der Sinnhaftigkeit auch in sich trägt, ja. Denn so, dass wir sozusagen hier auf der Erde in diesem niederen Bewusstsein isoliert waren, konnten wir natürlich auch bestimmte Erfahrungen machen, die wir machen wollten und sollten. Also dieses getrennte Bewusstsein, diese ganzen Negativerfahrungen, die haben ja auch für die Entwicklung der Seele einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Sinnhaftigkeit. Doch dadurch, dass die Erde sich jetzt eben verändert, also das Bewusstsein der Menschheit auf der Erde jetzt wieder in ihren ursprünglichen wachen Zustand zurück sich entwickelt, öffnen wir uns natürlich. Und irgendwann kommt auch der Kontakt der offenen Bruderschaft oder der offenen Begegnung mit den, die Disclosure, die offene Begegnung mit den anderen, mit unseren Freunden, mit unseren Vorfahren, mit unseren Nachbarn, mit all denen, wenn die Türen aufgehen. Aber dazu muss die Menschheit bereit sein auch. Ja, das wird auch mal meiner Meinung nach nicht durch die Regierungen passieren, sondern durch uns Genau. selbst. Durch uns Wie kurz. selbst. Da können wir forever and a day drauf warten. Das ist genau das, was Ray gesagt hat. Da brauchen wir nicht auf die Regierung zu warten. Deswegen ist das so wichtig, dass wir persönlich unsere Erfahrungen machen, dass jeder sich individuell weiter entfaltet, sein Bewusstsein erforscht, ja, oder auch Seelenreisen anfängt zu machen oder andere Dimensionen für sich selbst erforscht, sich mit Gleichgesinnten trifft oder auf Konferenzen geht, wie zum Beispiel die, die ich jetzt im Zusammenhang mit meiner schönen Aufgabe organisiere, weil da kommen ja auch wieder Gleichgesinnte zusammen. Und je mehr du auch akzeptiert wirst in dem, wie du bist und wie du denkst, desto mutiger wirst du doch auch. Dann traust du dich auch auszupacken und Sachen zu erzählen, die du vielleicht dein Leben lang dich gar nicht getraut hast. Wie oft habe ich das gehört? Da kann ich mit niemandem drüber reden, weil da glaubt mir ja keiner. Das ist jetzt an der Zeit, dass es zu Ende geht. Dass wir wirklich den Mut bekommen, auszusprechen, was wir erleben und was wir glauben und was wir fühlen. Dass wir forschen, auch unser Bewusstsein auch erforschen. Und dann kommt auch die Enthüllung und die große Begegnung irgendwann sozusagen, aber nicht über die Regierung, sondern über uns Menschen. Ja, wir sind ja im Denken auch ewig um 3 Tage gedeckelt worden, ne? Genau, das Schon sage ich im ja. Kindesalter geht das ja los, ne? Wenn so ein Kind vielleicht auch nur mit einem imaginären Freund spricht, hast du einen Knall, ne? Und das wird dem Kind ja sozusagen schon abgewöhnt, ne? Wenn da mal sowas ist. Und Genau. so wird das im Laufe des Lebens weitergeführt und immer wirst du als Spinner oder als was weiß ich dargestellt und ja, wie du schon sagtest, eben so langsam werden die Leute wach. Das ist schön. Es gibt ja Gott sei Dank schon ganz viele wache Leute und deswegen ist das so toll auch. Das ist wieder ein tolles Ding mit der Technologie, dass wir zum Beispiel jetzt hier zusammen sitzen können und mit vielen Menschen das, was wir hier fühlen, denken und so weiter, auch teilen können. Und es gibt gewisse Menschen, die sich dadurch auch inspiriert fühlen und die sich vielleicht auch freuen und sagen, genau, finde ich auch und stimmt und sehe ich auch so und so. Und das hebt doch an, weißt du. Und wenn du dich freust, dann hast du doch Bock, das Ganze weiterzugeben. Dann brauchst du, wir brauchen keine Angst mehr zu haben, auf irgendeinem Scheiterhaufen verbrannt zu werden oder dafür bestraft zu werden, dass wir unsere Wahrheit sprechen. Ich finde, es ist echt an der Zeit, die Wahrheit zu sprechen. Viele sorgen ja dafür, dass unsere Depressionen momentan größer werden. Durch alles, was so passiert um uns herum, wird immer mehr der Mensch immer mehr runtergedrückt oder es wird versucht, ne? Aber einer Jeder Ecke ist macht für es dann sich selbst mal. verantwortlich, Elli, wirklich. Also Genau. wer das jetzt hört und irgendwie eine Depression hat, dann sage ich, ja, entscheide dich anders. Es ist wirklich, jeder ist seines Glückes und seines Bewusstseins Schmied. Ja, da hast du natürlich recht, das hast du schön gesagt. Ich werde nochmal eins deiner Bilder hier einblenden, deine andere Konferenz, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht eingeblendet. Von der Venus mit Liebe
Auch ein wilder Titel für Ein mich. wilder Titel. Aber auch ein schöner Titel und ein schönes Bild hier. Und du kannst jetzt mal vielleicht was erklären zu den Leuten, die da vorhanden sein werden. Ja, sehr gerne, Daniel. Also, wir, schön, dass ich es weiter erzählen kann jetzt hier über deinen Kanal. Du siehst es ja selbst, ich kann es nochmal vorlesen. Lasst uns Himmel und Erde verschmelzen. Das repräsentiert im Grunde genommen genau das, was ich eben gesagt habe. Es geht wirklich darum. Mit Himmel und Erde meine ich natürlich auch Geist und Körper. Ich meine damit wirklich auch, ja, das Bewusstsein, das weitere Bewusstsein, das höhere Bewusstsein wirklich in den Körper zu bringen, zu verkörpern. Und internationale planetarische Aufstiegskonferenz ist ein anderer Titel, dieser Konferenz gegeben habe. Denn es ist natürlich international. Es sind tatsächlich auf jeden Fall drei dabei, die aus anderen Ländern kommen. Also Ray und Omnek sind auch auf dieser Konferenz die vermutlich sehr bekannten, also vor allen Dingen Omnek ist im deutschsprachigen Raum einfach bekannt seit 30 Jahren, ja. Pratnya Pandit kennt hier natürlich noch niemand. Das ist absolute Premiere. Die kommt aus Dubai, beziehungsweise sie ist Inderin, die in Dubai lebt. Ich war kürzlich auch bei ihr in Dubai und wir arbeiten gerade an einer Buchübersetzung. Also ich übersetze ihr Buch ins Deutsche gerade. Ist eins meiner 30 Töpfe, an denen ich gerade arbeite. Und werde auch in Dubai mit ihr zusammen ein spirituelles Retreat machen im April. Das steht auch schon fest. Das fangen wir auch demnächst an, nach außen zu geben. Für alle, die da interessiert dran sind, ist auf Englisch, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Uwe Breuer ist wiederum im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Er hat einen YouTube-Kanal, ist auch ein Kontakt. Also er channelt auch feinstoffliche Wesen und gibt sehr schöne Botschaften mit einer sehr weichen, sanften, liebevollen Energie. Ich empfinde ihn eigentlich auch wie so eine Art Aufstiegslehrer, Bewusstseinslehrer. Iris und Pippo Merlino sind Musiker und werden dieses Event mit ihrer ganz tollen Musik begleiten, mit Handpan, mit Gesang, mit Sounds, mit Klangschalen und was sie bis dahin als sonst noch so haben. Rainer Elmar Feistle, den kennst du ja, den kennen wir ja alle. Der ist ein Urgestein der Aldebaran-Kontakte. Der bereitet gerade seinen neuen Vortrag vor, auch für die UFO-Konferenz. Der wird also jetzt auch einen großen Schritt machen in die Richtung die Kreise, die sich schließen, weil er hatte 96, glaube ich, waren seine Kontakte mit Aldebaran, wo er wiederum geschult wurde und Erfahrungen gemacht hat mit Außerirdischen, auch auf Raumschiffen. Und wird auch viel über Technologie sprechen, über Vriel-Technologie und auch über den deutschen Geist. Das hat er neulich schon angekündigt. Und auf der von der Venus mit Liebe-Konferenz gibt er auch einen Workshop im Garten als Schamane, der wiederum Himmel und Erde auch über Mutter Erde verbindet im Garten. Ja, dann haben wir die Saskia Vogtländer noch dabei. Das ist auch eine, die noch nicht so bekannt ist, aber die auch immer größer rauskommt. Also die ist auch eine Herzensschwester von mir. Also die kann ich kaum in Worte fassen. Ja, die ist einfach auch ein Unikat. Ja, ganz konkret, die hat was mit Drachen zu tun und viel mit Kindern. Also die unterrichtet Drachologie, macht was mit Kristallen und ist auch Künstlerin und malt mal Kinderbücher und so, aber sie ist auch eine sehr angebundene Seele, die echt einen Haufen Wissen hat und eine große Ratgeberin auch. Also sie kann man auch konsultieren für persönliche Probleme aller Art sozusagen. Die ist sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich bin auch noch dabei, genau. Ja, das war eine Menge. Hat jemand eine Frage dazu? Nein, alles gut. Alles gut. Leute, ich werde nach diesem Livestream, also morgen, ich weiß nicht, ob ich es morgen oder übermorgen schon schaffe. Morgen habe ich ein paar Aufnahmen für den englischen Podcast, aber ich werde hier noch einen Zusammenschnitt machen von dieser Folge und werde das auch mal einblenden, dann nochmal diesen Flyer und den anderen Flyer natürlich auch, den ich auch gleich nochmal zeigen werde. Stoppen wir mal diese Freigabe hier und zeigen den anderen einfach nochmal her, damit er nochmal ins Bild kommt. Seht ihr den schon? Nein, ihr seht den, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. So, dann muss ich nochmal hier. Genau, zeigen wir euch nochmal den Flyer der anderen UFO-Konferenz. Also beide Veranstaltungen finden hier im Süden statt bei uns. Also ich habe es ja auch wirklich jetzt fast über ein Jahr geplant. Also jetzt geht das nächste halbe Jahr geht jetzt wirklich in die Außenwelt, damit wirklich
ganz viele Menschen dazukommen und sich auch langfristig eben planen können, ne? Also es gibt auch Zimmer, die man mieten kann. Gerade hier Stadthalle Memming, da ist nebenan ein Parkhotel Drechsel, da habe ich Kontingente extra zu vergünstigten Preisen bekommen. Wer also sagt, er geht auf die UFO-Konferenz, der bekommt einen guten Preis. Und auf Schloss Hohenfels, also da, wo die andere Konferenz stattfindet, da kann man direkt auf dem Schloss wohnen. Auch da habe ich Sonderpreise mit Vollverpflegung. Also das ist wirklich, beide Events sind komplette Ereignisse, kann man fast sagen. Also Event ist wirklich, Konferenz ist einfach zu wenig, weil es geht viel auch ums Miteinander, um dass Menschen sich treffen, dass Menschen Kontakte miteinander knüpfen und so. Es geht nicht nur darum, dass da Leute stehen, die irgendwie ihre Informationen weitergeben oder ihre Geschichten erzählen. Das werden eigentlich Feste sein, Feste der Menschen, die zusammenkommen. Und man kann auch Tische mieten. Also wenn jemand einen Tisch mieten will, kann er sich auch bei mir melden, ja. Ja, genau. Tische vielleicht, um Bücher anzubieten oder was auch immer. Was auch Genau. immer du anbietest, ja. Was du mit anbietest. Du hast uns ja auch einen Tisch angeboten, aber ich habe nichts, was ich drauflegen kann. Ich habe es ja schon gesagt. Ja, außer dich selbst und deinen Podcast. Du kannst ein Mikrofon hinstellen und sagen, ich bin der Daniel vom Podcast Sagenhaft und Sonderbar. Vielleicht mag mir jemand was erzählen dann für den Podcast. Das kann natürlich sein. Ja, kannst Livestreams machen oder whatever, live interviewen. Ich bin ja ganz ehrlich, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ja, mich würde diese UFO-Enthüllungskonferenz natürlich interessieren. Mich würde interessieren, auf jeden Fall, eigentlich würde mich das Gespräch mit dem, ich hatte ja die anderen alle schon im Gespräch, bis auf Peter Denk jetzt und Omnek Onek natürlich. Aber Raymond Keller wäre natürlich jetzt mal für mich sehr interessant, mich mit ihm zu unterhalten. Das wäre ganz spannend und vielleicht dann auch mal live ihn zu treffen und vielleicht mal ein paar Worte privat mit ihm zu quatschen, weil ich über was erzählen kann, was er so nicht erzählen würde jetzt bei einer Aufnahme, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Das wäre auf jeden Fall für mich mal so ein, nennen wir es mal ein kleines Wir Highlight. müssen nur einen Termin ausmachen, Daniel. Er steht dafür total zur Verfügung. Die Omni kann ich dir nicht organisieren, das kann ich ganz klar sagen, aber den Ray gar kein Problem. Das wäre natürlich schön. Ja, Elli, gehst du hin? Ja. Ja, eventuell. Schauen wir mal. Gehen wir zusammen hin, Leute. Und ihr geht auch schön dahin. Ja, bitte. Es gibt noch Frühbucherpreise bis 20. März, nicht vergessen, ne? Super Sonder-Spezialpreise. Erzähl uns mal, wo wir uns anmelden können, wenn wir dahin möchten. Auf meiner Homepage auf venus-spirit.com, da gibt es dann einen Menüpunkt Events und unter Events gibt es dann diese zwei Konferenzseiten. Ich habe extra mit Hilfe einer Webdesignerin sehr schöne Seiten erstellt. Die sind auch noch im Wachstum. Die Programme stehen auch noch nicht. Also es gibt jetzt noch keinen festen Plan oder so, ja. Und jetzt ist gerade der Vortragsinhalt von Rainer Feistle dazugekommen. Den hat er mir gestern geschickt. Ich gehe übrigens am Samstag mit Rainer um 14 Uhr auch live. Also wer da Lust hat, dabei zu sein, der kann gerne auch auf meinen Kanal gucken. Und da werde ich mit Rainer Feistle dann ein Gespräch führen, auch über seine Teilnahme, weil er ist ja der einzige deutschsprachige Sprecher, der auf beiden Konferenzen dabei ist. Das macht ihn auch zu was Besonderem. Und ich habe dem Rainer auch einfach sehr viel zu verdanken, weil durch mich bin ich eigentlich. Das erste Mal habe ich einen öffentlichen Vortrag gehalten. Also den hat er mir ermöglicht, ja. Und das war sehr aufregend für mich letztes Jahr. Und also da ist einfach ein guter kollegialer Kontakt und wir unterstützen uns wunderbar gegenseitig. Also die Konferenzseiten, wie gesagt, die findest du auf venusspirit.com und da sind diese ganzen Informationen drauf, auch über Hotel und Preise und was es alles so gibt und Fragen einfach gerne per E-Mail an mich. Link natürlich dann im Anschluss in der Beschreibung. Jetzt natürlich noch nicht, aber wenn es dann fertig ist, Ja. in der Beschreibung. Hier schreibt gerade jemand im Chat Sabi Norosi. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. Hey Guys, können Sie mich? Ich bin Zauberer. Zauberer meint er wahrscheinlich. Ja. Okay. Anja, was steht denn abseits dieser Konferenzen sonst noch bei dir an? Auf deinem YouTube-Kanal vielleicht? Oder du bist ja sonst auch online vertreten, Facebook, Telegram, wo auch immer. Gibt es denn sonst was Neues, von dem du berichten möchtest? Daniel, also wenn ich das danke, dass du fragst. Es arbeitet seit Wochen in mir. Ich habe so viel Informationen, die ich gerade
am Bündeln bin. Ich mache einfach mal nur einen Rundumschlag an Stichworten. Also auch ich werde noch mal einen Venus Spirit aktuell machen demnächst, wo ich über die Events spreche, was wir jetzt sozusagen ja schon gemacht haben. Ich kann es dann eigentlich fast kurz fassen, ja. Und dann gibt es die Neuveröffentlichungen von Omnek Onyx. Da steht jetzt hinten das eine Buch von mir im Regal, die anderen drei auch. Es gibt Autogrammkarten von ihr, die sind gerade unterwegs von Amerika, die sind gerade in Frankfurt angekommen, habe ich bekommen. Da werde ich also auch eine Information drüber weitergeben, über das 30-jährige Jubiläum der Buchveröffentlichung von Omnek Onyx. Und in diesem Zusammenhang mache ich Montag auch ein Gespräch mit einem Omnek-Urgestein. Das ist auch ein ganz spannendes Ding. Der heißt Manfred, der gute Mann. Und der kennt die Omnek von der Anfangszeit an und hat auch ihre einzigen zwei Ferienworkshops mit begleitet. Da gab es mal was in Griechenland und auf Mallorca. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen also auch über seine langjährige Freundschaft und Verbindung mit Omnek sprechen und über seine Teilnahme an diesen ganzen Sachen, die er einfach miterlebt hat mit ihr. Da wollen wir einfach, werde ich ihn so ein bisschen interviewen und versuchen, ein bisschen was aus ihm rauszuholen, woran er sich so erinnert. Denn er ist ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt ganz unter uns, Daniel, auch jemand, der mit der Geschichte von der Omnek nicht wirklich konform geht. Wie ich. Nein, sowas gibt es. Und es ist tatsächlich so, dass er trotzdem hinter ihr steht, aber er steht nicht hinter ihrer Geschichte. Er steht hinter ihr als Mensch und hinter ihr als jemand, der eine besondere Gabe hat und ein besonderes Wissen hat. Was, wenn er jetzt nicht konform geht mit der Geschichte, sorry, dass ich kurz unterbreche mit deinem Flow, dann ist er ja. Also sieht er im Prinzip so ein bisschen wie ich. Also ich kann da ja, ich kann da nichts mit anfangen, also wirklich nicht, gar nichts mit anfangen mit der Geschichte von Omnek Onyx, aber das ist mein Empfinden, das ist auch völlig egal, also ich bin da gar nicht wichtig. Aber wenn er denn, wenn du sagst, er unterstützt sie, ich meine, um sie zu unterstützen, muss er trotzdem, ich meine, was genau unterstützt du dann? Also es ist. Naja, er unterstützt sie jetzt nicht so wie ich. Also er ist jetzt nicht aktiv jemand, der jetzt irgendwie seit 30 Jahren mit ihr arbeitet, ja. Aber er gehört, seitdem er sie das erste Mal kennengelernt hat, und ich glaube, das war 91, 92, also wirklich ganz am Anfang. Seitdem ist er mit uns im Feld. Weißt du, was ich meine mit Feld? Also er ist nicht dauernd mit uns in Kontakt. Ich habe ihn auch nur einmal, glaube ich, überhaupt persönlich getroffen, und selbst daran kann ich mich nur grob erinnern. Er gehört einfach zu den Menschen, die Omnek mögen oder lieben, wie du so willst, ja, wenn du so willst, als Mensch. Aber die Geschichte mit der Venus, das hat er mir ganz klar und auch ganz hart gesagt, ehrlich gesagt, vor einem Jahr oder so wollte ich schon mal mit ihm ein Interview machen. Und das kam mir dann wirklich so, für mein sensibles Herzchen kam mir das dann wirklich so rüber, dass ich davon dann erstmal Abstand nehmen musste. Ich habe dann wirklich ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um das so ein bisschen in mir zu verdauen. Was mache ich jetzt damit? Aber ich habe mich jetzt überwunden und ich lade ihn trotzdem ein, mit mir zu sprechen. Und zwar, weil es darum auch mir nicht geht. Es ist mir egal, ob jemand Omneks Geschichte glaubt oder nicht. Es ist mir sowas von egal. Und das ist aber auch mein innerer Entwicklungsprozess, für den ich auch Jahrzehnte gebraucht habe, dass es mir also wirklich egal ist, weißt du? Dass es mich auch nicht mehr in irgendeiner Form berührt oder so. Weil es geht um was anderes. Und darauf freue ich mich, dass er dann einfach jetzt mit mir dieses 30-jährige Buchveröffentlichungsjubiläum mit mir zusammen, wenn du so willst, feierst, ja, feiert, weil er war derjenige, der damals an der deutschen Übersetzung mitgearbeitet hat. Er ist also wirklich einer von den allerersten, und er hat mir neulich schon was ganz Spannendes erzählt, nämlich, dass er zusammen mit drei Leuten, ich glaube mit den zwei Verlegern und einer dritten Person, dass die jeden einzelnen Satz aus Omneks Buch Ich kam von der Venus viermal zusammen durchgegangen sind. Und erst wenn alle indianermäßig gesagt haben, okay, so passt's, dann haben sie den Satz erst so gelassen, wie er ist. Ich möchte das wirklich sagen, weil ich damit auch nochmal sagen möchte, was das für eine Arbeit gewesen ist und wie viel Aufmerksamkeit und Liebe und Zeit in dieses Buch geflossen ist, in die deutsche Übersetzung geflossen ist. Und da war der Manfred einfach ein Teil davon. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Und über seine persönlichen Erlebnisse auch mit Omnek. Und er hat eine Menge mit ihr erlebt.
Aus welcher Sprache ist das übersetzt worden, wenn ich fragen darf? Aus Englisch. Guck mal, ich zeige dir hier mal was. Das ist die absolute Rarität. Das ist das Originalbuch. Das hat Wendell Stevens veröffentlicht. Das gab es in einer Auflage von ungefähr, ich glaube, von 1000 Stück. Die sind sogar nummeriert. Das ist heute eine absolute Rarität. Dieses Buch ist Tausende von Dollar wert, weil es davon nur noch ganz wenige gibt. Und das findest du ganz selten überhaupt auf Amazon. Und Wendell Stevens, und ich glaube, Daniel, du weißt, wer das ist, nicht? Ich habe mal übrigens auch bald Geburtstag. Ich weiß, was du. Ne. Alles gut. Was? Könnte so ein Buch gebrauchen. Nein, alles gut. Never. Ja, Colonel Wendell Stevens, of course. Mein Kollege vom amerikanischen, englischen Podcast, Dustin Shooter, ist ein großer Verehrer von Wendell Stevens. Ich jetzt nicht so. Ich finde, das ist eine interessante Geschichte. Aber der Dustin ist so ein richtiger Fanboy und der hat so ein. Wie sagt man dazu, so ein locker, so ein bei den Amerikanern kann man diese Lager kaufen. Weißt du, was ich meine? Die man dann, da kann man bieten und kann diese Lager eben erwerben, die Leute zurückgelassen haben, Sachen eingelagert haben. Locker, sagt man da, wie sagt man dazu bei uns? Lager eben, ne? So, wo man Sachen einlagern kann und manchmal. Storage oder Stock oder was oder Irgendwie. Storage? Was. Dann verschwinden die Leute irgendwie einfach oder versterben, wie auch immer. Und diese Locker stehen dann zur Versteigerung. Und Dustin hat da geboten und hat so eins gekauft. Und da waren, und es war Wendell Stevens Lager. Wow. Das wusste man vorher. Das ist jetzt nicht so, oh, Wendell Stevens, sondern das wusste er. Es sind eben Sachen, ich denke, es waren Sachen aus diesem Lager. Es war nicht das ganze Lager, es Sachen aus diesem Lager. Und ich denke, so war die Geschichte. Müsste noch selbst nochmal nachhören. Aber ich denke, so war es. Und Dustin hat so einen ganzen Schwung Originalfotos gekauft von Wendell Stevens, UFO-Fotos von Colonel Wow. Stevens. Ne? Kann man jetzt von halten, was man will, von diesen Fotos, wenn man sie sich anguckt, die schauen schon cool aus. Wie sie zu bewerten sind, keine Ahnung. Es sind eben UFO-Fotos, ne? Die schon sehr, sehr alt sind. Aber er hat so einen ganzen Schwung davon. Das finde ich ganz cool. Sehr interessant auf jeden Fall, ja. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry. Nee, du hast mich überhaupt nicht unterbrochen. Ich meine, das ist ja wichtig, weil das ist ja Geschichte, weißt du? Und Wendell Stevens, ich guck mal, ob ich es gerade finde. Ja, genau. Vielleicht kann ich es hier zeigen. Hier, das ist Omnic mit Wendell Stevens in diesem Buch. Nein. Also hier, ne? Also er war derjenige, durch den ist sie sozusagen in die Öffentlichkeit gekommen. Also er war einer der ersten, der sie unterstützt hat. Er war derjenige, der dann dieses Buch UFO from Venus I Came herausgebracht hat mit einem riesengroßen einleitenden Vorwort und so weiter und so fort. Also daher kommt das. Und dann ist sie eben praktisch direkt nach dem Outing, das war 1991 mit Wendell Stevens, ist sie praktisch unmittelbar nach Deutschland eingeladen worden. Das war damals der Michael Hesemann, der sie dann auf einen UFO-Kongress in Düsseldorf, meine ich, war das erste Mal. Und da ist es dann direkt ins Deutsche übersetzt worden. Und da war der Manfred dann ganz da am Anfang dabei und hat mit den Verlegern, mit den ersten Verlegern diese deutsche Ausgabe von Ich kam von der Venus eben so fein akribisch bearbeitet. Ich meine, wer macht denn das heute noch, weißt du? Heute nimmt sich kaum noch einer ein richtiges Lektorat, ja. Und die haben zu viert an jedem Wort, an jedem Buchstaben gefeilt. Und das hört man auch. Ich habe das Buch ja das erste Mal gelesen im Jahr 1997. Und ich bin ja erst ein paar Jahre später sozusagen auf der Bildfläche erschienen. Ja, da war der Manfred ja schon länger mit der Omnek bekannt. Und als ich das Buch gelesen habe zum ersten Mal, das war einfach auch nicht nur inhaltlich und energetisch einfach eine Freude, sondern auch sprachlich eine Freude, ja, weil da sind keine Fehler drin. Das ist einfach, weißt du, du liest es, wenn du ein bisschen so einen kleinen Deutschfimmel hast, dann freust du dich über sowas. Also ich habe auch schon Bücher gehabt und gelesen, wo ich nicht ausgehalten habe, weil die so voller Fehler sind. Ich kann sowas nicht ertragen. Mein Gehirn ist für sowas nicht, es freut sich, wenn etwas fehlerfrei ist. Und das Buch ist tipptopp. Ja. Das habe ich auch festgestellt, bei Amazon manchmal ein Buch gekauft und das sind Fehler drin manchmal. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man ein Buch liest, ne? Weil wenn man nicht wahnsinnig viel Zeit hat, ein Buch zu lesen, dann möchte man mal ein gutes Buch lesen oder ein vermeintlich gutes Buch und dann sind viele Fehler drin. Logische Fehler oft und Ja. Rechtschreibfehler, das ist schon ärgerlich dann ein bisschen, ne?
Wahrscheinlich diese automatischen Ja. Übersetzungsprogramme, ne? Und dann einfach auf das Skript gelegt und Und dann das hast ist du, noch schlimmer. Also ich ohne meine, das irgendwie zu kontrollieren halten. ich benutze schon auch für meine Übersetzung schon auch Übersetzungsprogramme, aber ich gehe danach das natürlich dann fein säuberlich durch, ja. Also so eine ganz manuelle Übersetzung wie früher mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe ja von Omnic sehr viel übersetzt, auch Texte übersetzt, aber da habe ich es noch alles komplett händisch gemacht oder mit meinem eigenen Gehirn. Ich nehme heute schon auch Hilfe, aber so würde ich es nie veröffentlichen, ja. Ich muss es dann natürlich trotzdem immer noch durchgehen. Ein einzelner Buchstabe kann einen ganzen Satz komplett verändern. Ja. Ne? Da muss man immer dran denken. Ich meine, ab und zu nehme ich mir zum Beispiel ein englischsprachiges Video vor und dann schicke ich das durch ein Programm, das das automatisch transkribiert. Aber ich weiß dann, ne, wenn ich das Transkript dann nehme und ins Deutsche übersetzen lasse, auch wiederum automatisch, dass da Fehler drin sein könnten, aber den Hauptsinn der ganzen Sache, gut, den erfasse ich, ne? Weil wenn man es jetzt wirklich ganz genau machen will, dann muss man das wirklich nochmal persönlich nachlesen und jeden Satz durchgehen, wie du das eben schon Genau. gesagt hast. Genau. Ja, und das macht es eben insgesamt zu einfach auch was Besonderem. Auch, dass ich jetzt Verlegerin bin, dass ich jetzt sozusagen, wo ich dieses Buch so liebe und schon so lange kenne, dass ich es jetzt selbst, dass ich jetzt die Rechte habe, weißt du, und das jetzt rausbringen darf und so. Also, das ist für mich einfach, ich freue mich einfach. Ich freue mich darüber total. Und deswegen, was der Manfred sozusagen, weißt du, um das abzurunden, dass der das mit mir macht, dass der also auch sich bereit erklärt, jetzt als 30-jahrelanges Urgestein der Omnec-Geschichte im deutschsprachigen Raum, dass der sich mit mir hinsetzt und ein Gespräch führt, was ich veröffentlichen darf, auch das ehre ich, da freue ich mich drüber. Da spielt das keine Rolle, was er über die Venus denkt. Ja, wenn ich da mal kurz nachfragen darf, meint er denn, dass die Geschichte von der Omnek eine von ihr erfundene Geschichte ist, oder Genau, ja, so steht? sowas in Ah der Art. ja, Ja. okay. Das gibt viele Menschen glauben das, ja. Habe ich schon öfters gehört. Aber früher hat mich das irgendwie auch, ich habe das dann früher immer so persönlich genommen und es hat mich immer, ich konnte dann, weißt du, so, das ist so, wie wenn einer deinen Hund nicht mag oder so, ja, dann magst du den Menschen auch nicht. Also, das war für mich immer irgendwie doof. Aber heute ist das was anderes. Solange man respektvoll miteinander umgeht und mit mir freundlich ist und mit mir auch, weißt du, auf Augenhöhe kommuniziert und höflich bleibt und ansonsten einfach was anderes wichtiger ist, nämlich das Menschliche, weil das steht einfach wirklich an erster Stelle. Nicht so sehr die Konzepte, das ist wie mit religiösen Unterschieden oder wo einer geboren ist oder welche Hautfarbe einer hat, ist doch Pillepalle, ist doch alles egal. Hauptsache, wir verstehen uns. Hauptsache, wir suchen den Konsens und wir kommen miteinander klar. Das ist für mich neue Kommunikation. Nicht so sehr dieses Trennende, so von wegen, der denkt was anderes als ich, also ist der doof. Nee, wir sollten die Gemeinsamkeiten schätzen, finde ich. Das auf jeden Fall, das ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Elli, was denkst du über die Geschichte, über Omnics Geschichte? Sie hat ja das Buch Ich nicht gelesen, sie habe kennt das ihn Buch nicht, nicht oder? gelesen, ich weiß nur ungefähr, so ganz am Rande habe ich mal was von ihr gehört. Deswegen wage ich nicht, das zu beurteilen, ob sie da recht hat, ob die Geschichte stimmt oder ob das eine erfundene Geschichte ist. Ich empfinde auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bild darstellt, du machst ein Video und stellst ein Bild rein und sagst, okay, das stellt die und die Situation dar. Wenn es kein echtes Bild ist, aber ich beschreibe eine Situation damit, ja, und zeige dem Zuschauer, so und so ist das. Und so denke ich, kann es bei der Omnek ja auch sein, ne? Dass sie vielleicht etwas vermittelt von einer positiven Seite, ja, und in dem Sinne so drin ist, Hauptsache die Botschaft kommt irgendwie rüber. Ja, Es. ob die jetzt selbst erfunden ist oder nicht, ich vermag es ja nicht zu beurteilen, aber ne, die Botschaft ist mal da. Ich sehe es ähnlich, ne? Es ist natürlich eine Geschichte, die kann man erzählen, die kann man auch erfinden und kann die dann erzählen. Es ist ja nicht wirklich empirisch beweisbar, diese ganze Sache, ne? Es ist nichts, was du jetzt sagen kannst, hier, guck mal, und jetzt kann ich dir zeigen, dass die Geschichte stimmt. So ist es ja nicht. Und deswegen, ja, ist es eben einfach in Anführungszeichen so etwas zu erfinden und zu erzählen. Ist natürlich schwierig,
Wenn man Und nicht wirklich man das glaubt und nicht wirklich, und das wird nicht wirklich die Wahrheit ist, das so lange aufrecht zu halten, so eine Geschichte, das ist natürlich ein Indiz dafür, dass solche Sachen stimmen könnten, natürlich könnten, ne? Ich denke es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir natürlich alles vorstellen. Kann mir auch vorstellen, dass die Geschichte natürlich stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Also es kommt irgendwo vor. Aber ich denke eher nicht. Aber hinter solchen Geschichten, wie du schon sagst, steckt ja manchmal auch eine Message, die gar nicht mal so schlecht ist. Ich denke da auch immer an Billy Meyer, von dessen UFO-Fotos und diese ganzen Begegnungen mit diesen Aliens und Außerirdischen ich gar nichts halte. Ich halte von der Billy Meyer-Geschichte wirklich 0,0. Ich finde sie interessant für das, was sie ist. Es ist eine wirklich interessante Sache, die man observieren kann, die man, wo man viel nachforschen kann, viel sich angucken kann und auch ganz weit zurückgehen kann, ne? Viele Jahrzehnte zurückgucken kann, sich die Geschichte angucken kann und verfolgen kann, wie die immer mehr gewachsen ist und was alles auch aufgeflogen ist von seinen Dingen, die er da behauptet hat, diese ganzen Zeitreisegeschichten, diese angeblichen Fotos, die gemacht wurden, die dann später in irgendwelchen Geschichtsbüchern gefunden wurden von diesen Dinosauriern, die er angeblich fotografiert hat und was weiß ich nicht, und wirklich abstruse Geschichten erzählt hat, wem er da nicht alles begegnet ist, auf seinen Zeitreisen Jesus und was weiß ich nicht was, der dann aber anders hieß. Nagel mich nicht drauf fest, aber ihr wisst, was ich meine, und diese UFO-Fotos, die sind einfach, wo dann Leute sagen, ja, das kann man nicht fälschen und das ist überhaupt nicht möglich, das zu fälschen. Ich denke mir, Leute, da fliegt ein Mülleimerdeckel mit Christbaumkugeln dran durch die Gegend. Das berühmte Wedding Cake UFO. Leute, nein. Aber auch hinter Billy Myers Story steckt eine spirituelle Botschaft, die von denen viele Ansätze gar nicht falsch sind, sag ich mal. Auch interessante, gut gemeinte und zum Teil auch vielleicht wertvolle Ansätze. Es geht ja viel um Natur und den Schutz der Natur und diese Dinge. Ne? Es sagen ja viele FIGU-Mitglieder selbst, also Billy Meyer-Anhänger, sagen ja selbst, dass sie die ganzen UFO-Geschichten, diese ganzen Geschichten, die er da am Anfang erzählt hat, null glauben, aber halt aufgrund, also diese spirituelle Botschaft halt eben schätzen, die er da verbreiten möchte. Ne? Das sagen viele, also diese UFO-Fotos und so. Man muss nicht alles glauben, nur weil man jetzt Billy Meyer-Anhänger in Anführungszeichen ist. Das so ist es Es nicht. geht vielleicht auch darum, dass man erstmal irgendwo ein Türchen öffnet. Und die Türchen, die wir im Kopf haben, die sind an verschiedenen Stellen. Der eine fühlt sich vielleicht von einem Geisterthema angesprochen, der nächste von einem UFO-Thema und so weiter und so fort. Und am besten öffnest du Türchen bei den Leuten, die schon mal selbst etwas erlebt haben in der Art. Ja, die sind dann schon mal, da ist schon mal, da quietscht schon mal was am Türscharnier. Und okay, da höre ich mal zu. Und selbst dann, wenn ich mit vollster Überzeugung erzähle, ich habe etwas gesehen, ist das meine private, persönliche Erfahrung. Ja? Das heißt, ich kann sie erzählen, das heißt aber noch lange nicht, dass mir da jemand anders das glaubt. Ja? Das stimmt. Ich finde nur, dass die Art und Weise, wie man manchmal für eine Geschichte den Weg bereitet oder die Tür öffnet, wie du sagst, auch ja, dafür sorgt, wie man die Geschichte eben in der Zukunft auch betrachtet. Wie man, zum Beispiel in Billy Myers Fall war das nicht der richtige Weg, in meinen Augen natürlich. Viele sehen das vielleicht anders, aber wenn du mit so hanebüchenen Dingen eben anfängst, Ja klar, das ist dann. eine Geschichte startest, dann brauchst du nicht wundern, wenn die natürlich 3 Jahrzehnte oder 4 Jahrzehnte lang oder vielleicht noch länger, ist ja noch länger bei Billy Meyer, belächelt wird, die ganze Geschichte, und dass das vielleicht auch nicht ernst genommen wird. Ich sage jetzt nicht, dass das auf Omnek zutrifft. Ich bin jetzt speziell bei Billy Meyer. Dennoch finde ich es interessant. Also ich finde das interessant. Ich finde ja auch den Drive hinter der Geschichte interessant, was das für einen Drive angenommen hat, was die Leute. Ich mag es, den Leuten zuzuhören. Ich habe mit Christian Frehner gesprochen. Kann man sagen, die rechte Hand von Billy Meyer. Ich weiß nicht. Mit dem habe ich gesprochen hier im Podcast. Super netter Kerl, wahnsinnig nett, clever, intelligent. Du kannst super mit ihm reden. Sehr belesen, weiß sehr viel. Natürlich tief in der Billy Meyer-Geschichte drin, natürlich, und sehr überzeugt von allem. Aber ja, was ich so interessant finde, ist eben mit solchen Leuten zu sprechen. Was bewegt dich, daran zu glauben, daran festzuhalten und so, obwohl da so viele Kontroversen an der Geschichte sind? Das interessiert mich eben an der Sache. Ich finde das so spannend, den Leuten zuzuhören.
Auch wenn ich am Ende sage, ist trotzdem nichts für mich, aber es war jetzt wirklich ein geiles Gespräch oder so, ne? Auch wenn es sehr kontrovers ist, die Geschichte. Das große Ganze macht es vielleicht auch, weil du hörst nicht nur von Billy Meier irgendwas von über UFOs, sondern von ganz, ganz vielen Leuten aus den verschiedensten Ecken, ne? Und da irgendwann denkst du dir, vielleicht doch was dran, ne? Hören wir mal ein bisschen genauer zu. Das ist halt so eine Entwicklung, auch wie das ganze Thema auf den Markt geschmissen wird, um es mal ganz salopp zu sagen. Und natürlich gibt es dann natürlich auch die Leute, die ein gewisses Kapital daraus schlagen wollen oder damit manipulieren wollen. Wie auch immer, ne? Da muss man sehr, sehr fein unterscheiden und sehr wachsam sein, wem man da zuhört. Also bei den authentischen UFO-Kontaktlern, also da würde ich jetzt einfach mal behaupten, aus dem, was mir so begegnet ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ja, die mir sozusagen in irgendeiner Weise über den Weg gelaufen sind, in Form von Büchern oder in Form von Erzählungen oder so. Das, was viele gemeinsam haben, ist wirklich, dass sie fertig gemacht worden sind, dass sie mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gegangen sind und dass sie oft durch den Kakao gezogen worden sind, dass sie ihre Jobs verloren haben, dass sie diskreditiert worden sind, dass sie ihre Frauen verloren haben oder ihre Ehen kaputt gegangen sind, dass sie zum Teil wirklich durch persönliche Höllen gegangen sind. Gerade die in der Anfangszeit, in den 50er, 60er Jahren. Und das ist etwas, wo so ein bisschen symptomatisch ist, ja, dass wo man vielleicht annehmen könnte, ja, je schlimmer sie sozusagen fertig gemacht worden sind, desto authentischer ist es vielleicht. Denn die haben auch kein Geld damit verdient, ja. Die konnten froh sein, wenn sie dann irgendwie ihre Reisen bezahlen konnten oder überhaupt, aber also ganz ehrlich, ich kenne zum Beispiel jetzt die Omnic wie gesagt, seit Jahrzehnten, seit 30 Jahren. Und die Leute, die sagen, nur mal so angenommen, die hat sich das nur ausgedacht, um Geld zu verdienen. Da kann ich so drüber lachen, weil ich es absolut weiß, dass das sowas von absolut nicht wahr ist. Guck mal, aber auch Stimmt die nicht. andere Seite muss man auch betrachten. Wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Schicksal sich mal vor Augen führt, sozusagen, dass das als Präzedenzfall dann hinterher uns gezeigt wird. So, pass auf, das und das passiert mit deinem Leben, ne? Wenn du solche Dinge erzählst. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, weißt du, nur die echte Kontaktler sind, die sind ja auch ausgewählt. Also weil und die haben das dann auch überwunden. Also die haben dann auch die Furcht oder wenn du so willst, ja diese Schwellenangst, die haben das dann auch, da ist dann so ein innerer, so ähnlich wie bei mir, da ist so ein innerer Drive. Du kannst gar nicht anders. Du musst damit einfach in die Welt. Du musst dann dein Buch schreiben oder deinen Vortrag halten und du kannst gar nicht anders, als das nach außen zu bringen. Und die Kontaktler, wie zum Beispiel Howard Menger oder auch George Adamski oder viele andere aus den 50er, 60er Jahren, die ausgewählt worden sind, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen, die hatten einfach diesen Mut auch, weil die haben ja gewusst, was sie erlebt haben. Die haben ja gewusst, was sie gesehen haben. Die haben ja auch ihren Schutz gewissermaßen gehabt, ja, ihren spirituellen Schutz. Bei denen ist vielleicht das ganze Leben auseinandergebrochen und sie sind vielleicht irgendwo finanziell und hier ansichtenmäßig, hier rufmäßig durch die Hölle gegangen. Aber sie haben ja trotzdem an ihren Geschichten innerlich. Genau wie wahrscheinlich Billy Meier auch. Ich kenne Billy Meier jetzt persönlich wirklich nicht. Die Geschichte ist mir auch nicht so vertraut. Aber ich glaube nicht, dass der jemals gesagt hat, ach, ich ändere jetzt einfach meine Art, meine Welt zu sehen oder so. Die bleiben da dran. Wer da einmal drin ist in diesem Feld, der bleibt da drin sein Leben lang. Ja, mich haben schon oft Leute gefragt, ich habe schon oft mit Leuten gesprochen über das Thema, nicht gefragt worden, sondern ich habe mit Leuten oft gesprochen über das Thema, zum Beispiel Bob Lazar, der auch schon seit Jahrzehnten an seiner Geschichte festhält. Der Und sagt mir jetzt nichts. Bob Lazar, der behauptet hat, bei Area 51-Area S4 gearbeitet zu haben und Ah, ja, ne? okay. Diese UFOs gesehen zu, das UFO gesehen zu haben und so weiter und so fort. Das war doch der, der Re-Engineering betreiben wollte, ne? Der auf jeden Fall da forschen sollte an den Antrieben dieser. Ja, gut. Und der ja auch dann an die Öffentlichkeit ging irgendwie und viel, ja, er wurde sehr, wie soll man es denn sagen, also er wurde versucht, seine Identität auszulöschen, sagt er. Und
ja, hat eben viel auf den Deckel bekommen, um es mal einfach so salopp daher zu sagen. Leute, die die Geschichte kennen, die wissen jetzt natürlich, was gemeint ist. Es war auf jeden Fall eine harte Zeit für ihn und sagen, ja, der kann doch nicht lügen wenn er dann alles, was der so auf sich genommen hat. Ich kann mir trotzdem, trotz allem kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die wirklich alles riskieren für so eine fette Geschichte, um die aufrecht zu halten. Es ist natürlich mit so einer Geschichte auch Geld verdient. Er hat mit der Geschichte natürlich auch viel Geld verdient. Ich sage nicht, dass er lügt. Ich weiß nicht, ob er lügt. Ich weiß es nicht, ob die Geschichte stimmt, die er erzählt. Nach allem, was jetzt aktuell ist mit der, ich nenne mal jetzt, ich werfe nehmen den Namen David, ich will immer Englisch reden, ich werfe mal den Namen David Grush in den Raum, dem Ja. aktuell der aktuelle Whistleblower ist sozusagen. Da wirft es schon ein anderes Licht wieder auf diese Bob Lazar-Geschichte. Also das sieht man schon ein bisschen so parallel. Nur nochmal, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Leute wirklich alles riskieren, auch riskieren, dass ihr komplettes Leben umgekrempelt wird für so eine Geschichte, um damit einfach ihr Ego zu pushen und Geld zu verdienen, die das auch ihr Leben lang aufrechterhalten. Das glaube ich. Ich glaube, dass es solche Menschen gibt. Ich sage nicht, dass Bob Lazar unbedingt einer davon sein muss. Ich sage nur, dass es solche Menschen ganz bestimmt gibt, die sich so eine Geschichte ausdenken und die ihr Leben lang aufrechterhalten, auch wenn sie dafür ihr halbes Leben oder ihr ganzes Leben ständig Scheiße fressen müssen. Ich glaube das. Ich glaube, dass es solche Menschen gibt. Dann gibt es aber wieder andere Fälle. Ich habe mit Calvin Parker ein Interview gehabt, bevor er leider verstorben ist. Calvin Parker war ja einer der zwei Entführten aus dem Pascagoula River UFO-Fall, der auch recht bekannt ist. Und mit ihm konnte ich eben sprechen, bevor er gestorben ist. Er war leider schon sehr schwach und seine Zunge war angeschwollen von der Chemotherapie. Deswegen musste ich es ein bisschen untertiteln damals. Und wenn du ihm zugehört hast, da habe ich mir gedacht, Mann, wenn du, das ist, ich habe keine Ahnung, was ich halten soll von der Geschichte, weil die wirklich freaky ist, die Pascagoula-UFO-Geschichte da. Er redet da von roboterartigen Wesen mit so Krabbenhänden einer menschenähnlichen oder einer humanoiden, ja, wie eine Menschenfrau hat die ausgesehen im UFO-Team da, die so einen verlängerten Mittelfinger hatte und ihn dem da in den Hals reingeschoben hat, bis er gewürgt hat und geblutet hat und was weiß ich nicht alles, was er da erzählt hat aus dem Inneren dieses UFOs, was er da alles gesehen haben will. Eine wirklich krasse Geschichte. Interessant. Aber ihm habe ich zugehört. Das ist so ein ganz normaler Dude gewesen, der da sitzt, so wie du und ich, und seine Geschichte einfach zum millionsten Mal erzählt. Und der Typ ist einfach so normal ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gibt eben Leuten, denen höre ich zu beim Reden und denke mir, boah, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber dem hörst du zu und du denkst, du sitzt da irgendwie neben deinem besten Kumpel und er erzählt dir, wie viel Bier er gestern gesoffen hat und du weißt einfach, dass es stimmt, ne? Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das ultimativ glaube, was Calvin Parker mir da erzählt hat, aber ich fand das eben spannend. Ich fand das, also ich habe schon in die Richtung tendiert, dass es natürlich stimmen könnte. Ich schließe natürlich nicht aus, dass das alles irgendwie im Kopf erlebt ist. Das kann natürlich auch sein, aber es waren ja zwei, die da wirklich dasselbe erzählen, ne? Also es ist, das will ich eben damit sagen, es ist immer schwierig, es ist halt eben schwierig einzuschätzen, ne? Es gibt natürlich auch viele UFO-Fälle und Entführungsfälle, die dann als Schwindel aufgedeckt wurden. Das gibt es ja auch, ne? Und das macht es eben schwer abzuwägen. Das ist eben, die Leute haben auch teilweise ehrlich geklungen, natürlich. Die haben ihre Geschichte einstudiert, haben die tausendmal erzählt und irgendwann fliegt es eben auf. Und ja, dann stehst du eben da und denkst dir, boah, der hat sich jetzt auch eigentlich ganz gut angehört, ne? Und dann weißt du halt nicht, was du von den anderen Dingen hören sollst. Früher hatten wir UFO-Bilder. Früher hatten wir UFO-Bilder irgendwie auf, was weiß ich, als Polaroid-Foto oder als diese alten Fotos, die du noch, Filme, die du noch entwickeln musstest, ne? Und da, wenn du mal eins gesehen hast oder die UFOs mal eingefangen hast, naja gut, manchmal war es eine fliegende Radkappe, das war es natürlich auch ab und zu. Ich kann mich an so eine Zeitung erinnern, die hieß, glaube ich, die Zeitung hieß Fantastische Phänomene, wenn ich mich recht erinnere. Leute, wenn die jemand kennt, schreibt es mal in den Chat oder schreibt es mal in die Kommentare. Fantastische Phänomene hieß die, glaube ich, war so eine Zeitung, die so ein, ja, kam einmal im Monat und war ein bisschen dickere Seiten hatte die. Und da war immer über UFOs was drin gestanden, über viele Dinge, Levitation, Geistersachen. Und ja, da waren eben auch diese Dinge drin, diese Fotos, diese UFO-Fotos, wo dann wirklich dann fliegende Radkappen waren und so. Hast du dann irgendwo anders gefunden später Bilder davon im Internet? Es ist doch eigentlich wie im Allgemeinen auch, Wahrheit und Lüge laufen parallel.
Ja, Ja, und natürlich, ne? da bist du als persönlich, als Mensch selbst gefragt, herauszufinden, was glaubst du und was glaubst du nicht? Was könnte, und dann darf man sich meiner Meinung nach gut auch mal auf sein eigenes Bauchgefühl und seine Intuition verlassen, Da hast du recht. ehe man etwas glaubt. Es ist halt schwer. Aktuell leben wir halt in der Zeit, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und du kannst für ein bisschen Kohle dir die geilsten KI-Bilder erstellen, ne? Von UFOs, was weiß ich nicht alles. Und kannst da sehr viel faken. Auch aktuell in der amerikanischen Bigfoot-Szene gehen da gerade wirklich Bilder rum. Ja. Das ist verrückt mit der KI, ne? Also Ja. kannst du überhaupt kein Bild mehr trauen heutzutage. Das ist wirklich schwer geworden, ne? Natürlich. Da nützt auch das Bauchgefühl manchmal nichts. Also da fände ich es wirklich fair, wenn man so ein Bild an die Öffentlichkeit bringt. Oder also meinetwegen könnten sie halt auch ein Gesetz von machen, dass man sagt, so KI erstelltes Bild einfach in klein darunter schreibt, ne, das ist ein Beispielbild oder ein mit KI erstelltes Bild, damit man in der Hinsicht wenigstens wahrhaftig bleibt und sagt, okay, so könnt ihr euch das vorstellen. Ne? Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, sind jetzt schon echt lang unterwegs, Leute, fast 2 Stunden. Ich habe nochmal den Kanal von Anja Schäfer in den Chat geschickt. Leute, klickt mal auf diesen Link in der Mitte im Chat. Das ist Anja Schäfers YouTube-Kanal. Einmal Ah, klicken, ja. einmal abonnieren, wer da Bock drauf hat. Genauso der letzte Link ist Ellis Link von Ellis YouTube-Kanal. Auch da gerne mal drauf gucken, ein Abo da lassen, vielleicht einen netten Kommentar. Und der oberste Link ist mein englischsprachiger Kanal, Flying Chariots Rise. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch da mal draufklickt und ein bisschen Liebe da lasst und ein Abo. Das wäre natürlich eine coole Sache. Schaut euch mal die 3 Links hier an, speichert euch die ab, schickt die ein bisschen rum, teilt die mit euren Freunden oder mit gleichgesinnten Interessierten, wie auch immer. Das würde uns auf jeden Fall freuen. So, zum Abschluss jetzt Genau. werde ich doch mal Anjas Bild von der UFO-Konferenz einblenden, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Das wollen wir uns natürlich nochmal angucken. UFO-Konferenz, die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz. Außerirdische und ultradimensionale Kontakte, Technologie, Wissenschaft, UFO-Antrieb. Das ist auch interessant, sehr interessant. UFO-Antriebe, ne? Finde ich ganz spannend. Das war ja auch so ein Ding von Illobrand von Ludwiger, glaube ich. Ganz, ganz spannend. So alle Implikationen des UFO-UAP-Phänomens. Vom 21. bis zum 23. Juni 2024 in der Stadthalle Memmingen. Dr. Raymond Keller, den ich irgendwann interviewen werde, bestimmt, hoffentlich, mit Anja zusammen. Und Johann Nepomuk Meyer, natürlich auch bekannt. Leute, ihr kennt Nepomuk Meyer natürlich von Facebook, YouTube und Co. Peter Denk könnte auch interessant werden. Wie gesagt, ich kannte den, hatte den gar nicht auf dem Schirm. Omnek Onek, Frank Jacob, Tonja Maidenford, Rainer Elmer Feistle und natürlich Anja Schäfer. So, speichert euch das ab. Ich werde natürlich alle, wie gesagt, alle nötigen Informationen nochmal in die Infobox hier reinknallen, unter dem Video. Den Link zur Homepage und zur Anmeldung. Okay. Ja. So, dann haben wir Daniel, genug gequatscht. ich würde, wenn ich darf, noch kurz gerne zu dem Thema Disclosure, zu dem Begriff der Enthüllung noch ein paar Stichworte sagen, die ich mir nämlich selber gerade in den letzten Tagen zusammen notiert habe, denn du hast mir ein Stichwort gegeben, und zwar, welches Stichwort war denn das jetzt? Das weiß ich nicht mehr. Du hast irgendwas gesagt, wo es jetzt gerade um irgendwas ging. Und dann habe ich gedacht, okay, das erinnert mich jetzt gerade an dieses YouTube, was ich kürzlich gesehen habe auf Englisch mit Tyler Kivala und Lily Nova. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Journey to Truth Podcast. Lili Nova war auch schon im englischen Podcast bei mir. Echt? Ja. Ja, sie hat einen eigenen Podcast und Tyler Kivala hat zusammen mit Aaron, Nachname weiß ich jetzt nicht, einen Journey to Truth Podcast. Und ich habe neulich in den einen reingeschaut und bin ich auch wieder hellhörig geworden, weil der Tyler da etwas zum Thema Disclosure gesagt hat, was ich extrem gut fand. Und ich habe mir das sogar minutenmäßig notiert und abgeschrieben und sogar übersetzt. Es kommt alles auf dich zurück. Die Enthüllung hat alles damit zu tun, wer du bist. Wenn du entdeckst und dich daran erinnerst, wer du bist, dann gehen alle anderen Informationen damit einher.
Das ist wichtig. Es geht um die innere Verbindung und nicht so sehr an das, um die äußeren Phänomene oder auch um das, was wir glauben oder nicht glauben. Wir kommen immer mehr dahin, dass wirklich, wie auch Elli gesagt hat, nur noch Intuition und Bauch und vor allen Dingen eigene Erfahrung zählen. Denn nur das, was du selbst erfahren hast, ist in Wirklichkeit relevant. Alles andere geht da rein und da raus oder verkapselt sich in Form von irgendeinem Konzept oder einem Glaubenssystem. Da kannst du, deswegen gibt es ja auch den Begriff UFO-Gläubige oder UFO-Religion oder so. Das ist alles Vergangenheit. Das ist genauso wie Religion oder für irgendwelche Konzepte. Das ist alles Vergangenheit. Brauchen wir nicht mehr. Es geht jetzt wirklich darum, auch die höheren oder die inneren Sinne zu aktivieren. Und da ist es wirklich das Gefühl, was dir sagt, was wahr ist. Und da geht es nicht darum, was du im Kopf glaubst oder was du denkst, sondern was du wirklich weißt. Und das ist die innere Enthüllung, ja. Und Ray hat auch in einem anderen Interview genau dasselbe gesagt oder anders mit anderen Worten gesagt. Zitat: Die persönliche Enthüllung übertrumpft die lang erwartete vollständige öffentliche Enthüllung. Auch da geht es darum, die Bedeutung der persönlichen Offenlegung, der persönlichen Enthüllung ist wichtiger, als statt darauf zu warten, dass die Regierung die Angelegenheit vollständig beantwortet, denn das könnte ewig und einen Tag dauern. Das könnte ewig einen Tag dauern. Da hast du recht. Gutes Schlusswort, Anja. Und übrigens, mit Lili Nova solltest du dich vielleicht mal verknüpfen, oder warst du schon bei ihrem Podcast? Ich habe sie in Mount Shasta getroffen. Wir sind, also wir wissen, wer wir sind, aber wir sind noch nicht so zusammengekommen. Aber Hm. wir kennen uns. Ah ja. Sie ist ganz nett, ja. Ist nicht mein Thema, aber es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auf jeden Fall. War ganz interessant. Ja, ich kann dir mal schicken, die Folge. Okay. Was gibt es von mir noch zu sagen? Ich glaube, nichts Besonderes. Ich wünsche euch allen da draußen ein erfolgreiches 2024 und bleibt alle so cool, wie ihr sowieso schon seid. Ja, morgen bin ich eingeladen in einem sehr interessanten Podcast übrigens, Leute. Vielleicht das noch zum Schluss. Der Podcast ist natürlich ein englisches Projekt. Der Podcast heißt Expanding Reality. Der Host heißt Brandon Thomas. Dafür mache ich sehr gerne Werbung. Das ist wirklich ein cleveres Kerlchen und ein ja, sehr intelligenter junger Mensch. Er hat mich eingeladen in seinen Podcast. Wie gesagt, Expanding Reality. Wir werden über alles Mögliche reden. Keine Ahnung, wo es uns hinführt, aber das wird bestimmt sehr spannend, denn der Typ ist wirklich cool. Guckt euch den Podcast vielleicht mal an. Expanding Reality. Den werde ich auch mal hier in die Infobox mit reinstecken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn jemand des Englischen mächtig ist, guckt euch diesen Podcast an. Expanding Reality mit Brandon Thomas. Hat auch immer coole Gäste, spannende Themen. So, Elli, dir auch Ja. vielen Dank. Das war sehr Ja, immer cool. gerne. Können auch noch was ankündigen. Wir machen ja, Ja, können wir. einmal im Monat unser Meeting hier zusammen mit Werner Beetz, Gunnar Hippmeier und Ja. Fabian, je nachdem, wer da wie Zeit hat. Meistens so in der Genau. Richtung. Letztes Mal haben wir über unterirdische Mysterien gesprochen. Ja. Das war ziemlich cool sogar. Und ja, wir werden das auf jeden Fall fortsetzen, ne? Und nehmen vermutlich dann nächste Woche die nächste Folge auf. Das wird Genau. spannend. Ich hätte da auch schon einen Themenvorschlag. Ich meine, wir müssen das nicht übernehmen, aber von dem Elo-Brand von Ludwiger ausgeht, das Thema Strukturresonanzen. Ei. Ich glaube, das könnte man mal erweitern. Spannend. Ja, ne? Da reden wir drüber. Okay. Anja, vielen Dank. Sehr cool, dass du dir ganz Danke dir. spontan die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr schön von dir. Dankeschön. Okay. Euch da draußen allen auch vielen Dank. Für jeden, der es bis hierher geschafft hat, waren 2 Stunden, Leute. Das war ganz schön lang. Ich weiß, wir haben euch lange gequält. Aber vielen Dank. Okay. Dann noch eine schöne restliche Woche, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, tschüss.